Waren wir letztens? Ah ja, hier waren wir letztens. Ja, warte mal kurz. Ich muss. So. So. Okay. Genau, waren wir? Ich glaube, das war der letzte Spielstand, den ich habe. So, dann ey. Gibt's Oster in Forest? Nee, aber es gibt eine neue Phasmo-Challenge mit Ostereiern. So, ich mache ganz kurz die Lautstärke ein bisschen lauter. So, nämlich, wo haben wir letztens, genau, wo sind wir letztens stehen geblieben? Genau, wir haben ja. Warte mal. Genau, wir haben letztes Mal dieses, das war das letzte, was wir gesehen haben, nämlich hier diesen Raum mit diesen lauter Live-Bildschirmen und genau, ein paar Sachen gibt es neu. Es gibt ein neues Phasmo-Ostereier-Update. Ja, das war im letzten Update neu. Wir gehen jetzt aber, es gibt anscheinend auch noch ein paar andere neue Sachen. Ich lasse das Zelt. Haben wir noch Planen? Nee, da muss ich die mitnehmen. Okay, warte mal. War nicht mit C abbauen? Leute, wie wir nochmal abbauen? Ah, okay, doch mit C. Okay, gut. Ja. Gut, wir müssen jetzt wieder an die Oberfläche. Nämlich, ich will euch. Es gibt ein paar geile Sachen. Vielleicht gibt es die auch hier schon. Hallo, unzensiert, wie geht's dir, mein Hübscher? Schön, dass du da bist. So, nämlich, gibt's die hier schon? Okay, hier gibt es noch Munition. Es gibt etwas sehr Cooles, was das Bauen in Forest nochmal sehr viel cooler macht. Kannst du auch einfach draufspringen. Achso, echt, das geht auch? Okay. Warte, wie komme ich nochmal raus? Ich muss irgendwie aus diesem Bunker. Ah, hier oben. Da bin ich aber erst gespannt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es das gibt, was wir suchen. Ich muss es suchen. Es könnte schon sein, dass es übrigens auch schon hier drin gibt. Wir sind nämlich gerade. Evelina, danke für deine Wunde. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. So, warte mal. Ah, oh. Ich glaube hier. Golfbälle! Das ist neu! Es gibt Golfbälle, okay. Golfbälle sind neu. Okay. Golfbälle sind neu, okay. Was gibt's noch? Warte mal, Und das ist eine der neuen Sachen. Ah, gab's schon. Okay, das ist aber eines der neuen Sachen. Gottes Willen, eine Ach, Domain! meine Suppe! Dankeschön für 10 Euro. Vielen Dank. Danke, meine Suppe. Vielen lieben Dank. Mua, Dankeschön. Auch meine Suppe wieder mal. Vielen Dank. Mua. Okay, aber das ist neu. Glühbirnen. Es gibt jetzt Glühbirnen. Es gibt nämlich jetzt Glühbirnen. So. Die haben wir hier. Super, danke für den Support. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir. Nämlich, es gibt jetzt Glühbirnen. Meine Suppe. Und danke, dass du immer so oft da bist. Vielen lieben Dank. Putzi und Chat, ihr wohnt auch. Namenlos etwas, lass dich küssen. Wie geht's da, meine Hübsche? Und Moment mal, warte mal hier. Trinkflasche, Maske, Enterhaken. Schlitten? Gibt's nicht auch was Neues zum Ausdrucken? Oder habe ich mir das eingebildet? Warte mal, warte mal, oder habe ich mal. Ich mach mal Enterhaken. Was kann man damit machen? Basti, das zeige ich dann nämlich jetzt. Nämlich, man kann jetzt in dem Spiel, wenn es stimmt, ich zeig's euch. Obwohl es wird. Nee, es dauert noch. Es gibt jetzt Elektrizität. Es gibt Elektrizität. Als neues Update gestern rausgekommen, es gibt elektrischen Strom. Elektrizität gibt es jetzt. Und das ist ziemlich cool. Nämlich, wir brauchen, wenn wir haben, also wir brauchen auf jeden Fall Glühbirnen. Ihr habt es ja gesehen. Und man braucht dann noch was. Ich heb mal alle. Wo, ich brauche diese Glühbirnen. Ich habe bis jetzt. Okay, ich hab nur eine gefunden bis jetzt. Das ist eine Waffe, die brauche ich nicht. Wo sind die Glühbirnen? Wir brauchen Glühbirnen. Was war das? Achso, das war ein Arm. Okay. Es gibt nämlich jetzt Strom. Genau. Und das ist interessant. Ich hoffe, ich finde die Sachen. Nämlich, man muss ein paar Sachen dafür finden. Genau, da war dieser Bunker. Genau, da war der. Genau. Lass eingeborene schocken. Was ging es da schon weiter? Ich bin. Ah ja, da ist mein Zelt auch wieder. Ich nehme das mit. Ich kann die nicht alle da lassen. So, genau. Wir nur das andere gibt's auf den Kill. Okay. Respawnt das aber. Mir geht's gut. Mariko. Ja, die Mariko freut mich auch. Okay. Die Sachen respawnen. Okay. Warte mal. Es gibt doch. Hä, wie komme ich nach raus? Lass mich raus, Chat. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt? Wie komme ich hier raus? So, warte mal. Es gibt doch diesen einen Bunker. Hä, wie komme ich denn da raus?
Ach, diese modernen Menschen und die Hochtechnologie. Der bin ich. Ich bin... hier raus. Hallo, lass mich raus. Lass mich raus. Hallo. Ich... Blümi, Hilfe. Warum kann ich hier nicht raus? Ah, jetzt. Bitte kein Monster. Okay. Für immer gefangen. Ich bin jetzt draußen. Okay. Und ich brauche was zum Essen. So, jetzt aber. Du bist in meiner Höhle gefangen. Valkyrie, lass mich raus. Nee, wenn ich was zum Trinken kriege, bleib ich drin, Valkyrie. So, warte mal, okay. So. Nämlich. Es gibt eine neue Sache. Und die müssen wir finden. Wo ist diese Sache? Also nur den Ort sagen. Ich will den Chat nicht spoilern, was. Ich will nur fragen, wo es ist, damit wir dort gleich hingehen. Das ist, also ich habe, also der Spaß bevor es ist nicht, dass ich jetzt 9 Stunden lang alles durchsuche, was ich schon mal durchsucht habe und nur diese eine Sache finde. So, ich gehe mal schlafen, Chat. Gute Nacht, schlaft's gut, träumt was Schönes und Bett machen, wenn beim Nachen aufstehen. So. Oh, Gottes Willen, wer bist du denn? Hallo? Entschuldigen Sie, ich wollte nur campen, Sie Unhold! Du. Ach so, ist das so? Milch! Hast du schon mal mit dem Tod gekämpft? Ich höre dich! Oh, sind die immer noch da? Geht's weg! Lass mich in Ruhe! Ich sehe nichts. Und welches Ding meinst du? Das Schnelle. Mehr sage ich nicht. Warte mal, ich habe noch eine Trinkflasche. Ja, so. Putzi ist der wilde Tod. Ich werde alle schlitzen. Außer meine Zuschauer, die liebe ich. Ich werde alle keine Ballen schlitzen, aber vor meinem Chat werde ich höchstens die Buntstifte spitzen. Der Reim ist for free, by the way. So, ich werde mal was essen. So. Kannst wieder eine Wanderung auf die andere Seite des Berges machen. Timolo, das machen wir. Dann gehen wir darüber. So. Gut. Das ist nämlich richtig geil. Was war das denn für ein Geräusch? Och komm, ist da schon wieder einer. Och hallo. Wollt ihr mich nicht allein lassen? Ich will doch nur schlafen. Ich will doch nur schlafen. Du Sau. Ich will doch nur schlafen. Okay, gut, dann gehe ich. Okay. Auf die andere Seite des Berges. Ich sehe aber nichts. Ne, ich muss da bleiben. Boah, klar. Klar ist es jetzt. Ach, ihr seid sehr nervig. Ich will doch nur schlafen. Ich hätte drin schlafen sollen. Ja. Ich mach das so. Ich gehe wieder rein und ich schlaf drin. So. Könnt ihr mich immer gern haben. So. Die wollen kuschen. Ja, ich schlafe genau. Skyler wollte ich gerade. Ja. Muss jetzt halt in die Höhle, weil das verstehen's nicht, dass da wer drin ist. Denkt sich, hä, wo ist da hin? Gut, so, schlafe ich halt in der Höhle. So, hier. So. Hallo, kann mich irgendwo hinlegen auch? Ich habe einen Plan und ich... Nein, nicht schon... Kann ich nicht hier liegen? Okay. So. Okay. Lass den Arme... Ich will doch nur schlafen, sonst jetzt so ist es. So, jetzt kleines Schläfchen machen. Nee, nicht absprechen, schlafen. So. Guten Morgen, Chat. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Heute Frühstück macht die Mariko, hat sie gesagt, ne? So. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir geschlafen. Ja, ach, endlich. Ich sehe wieder was. Ach, ist das schön. Schau auf die große Karte, du wirst sehen. Jones Dark Knight. Warte mal. Ja, gut. Auf die große Karte. Ich glaube, ich sehe es. Du meinst das ganz im Norden, ober der Höhle, dieses Ding da? Meinst du das? Da ist was. Das ist, glaube ich, neu. Ist es das? Wer will Speck? Ja, Jones, dann gehen wir dahin. Okay, wir müssen ganz... rüber auf die andere Seite und dort gibt es ein, da gibt es was Neues. Es gibt neue Fallen, glaube ich, auch. Und es gibt diese eine Sache, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Hey, wo kommst du denn her? Hey, das ist jetzt aber neu, dass ich dich so verstecken.
Minerva, danke, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Schlaf gut, gell? Also, schlaf gut. Pass auf dich auf und schönen Karfreitag noch. So. Genau. Am Sonntag spielen wir Resident Evil 4 weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und am Dienstag, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ich habe euch da ja mal gesagt, dass es ein neues Backrooms-Game gibt. Und wir haben das irgendwie nicht angeschaut. Ich habe das Gefühl, wir haben alle vergessen drauf. Das wollten wir auch noch spielen. Ob ich auf den Dummy wieder zu beleben und ich so schon das grüßen. Das ist doch alt, dass sie sich so... Ey, das habe ich noch nie gesehen, Noxy. Ich dachte, das ist neu. So. Aber macht euch aber immer... Das Ding ist, ich alle zwei Wochen kommt ein neues Forest-Update raus. Und mir macht Forest immer sehr viel Spaß. Und ich dachte mir, dass es irgendwie cool ist, dass man das immer wieder anschaut. Aber meine Frage, ist Forest immer noch cool zum Zuschauen? Oder ist schon uninteressant? Weil mir macht es immer noch Spaß. Und ich will euch immer... Wie macht es... Weil ich... Weil mir mal... Ich finde das Spiel so geil. Meinst du, es gibt Easter Eggs im Game? Ich verstehe, was du meinst. Immer noch. Oh, danke. Okay, freut mich. Okay, freut mich. Weil... freut mich. Ich will sehen, was Neues. Ich zeig's euch. Wir müssen auf die andere Seite des Bergs. Und dort... Alter, wo kommt sie denn her? Sowas von. Ja! Erster Teil ist doch gut. Chat, was findet ihr besser? Den ersten oder den zweiten Teil? Von Forest. Man kann es, glaube ich, noch nicht so wirklich vergleichen, weil der erste noch mehr hat als der zweite, ne? Bei manchen ist es interessant. Ich hoffe, bei mir auch zum Bosser. Zweiter Teil? Echt krass. Der zweite, das Bauen ist besser. Ne? Aber die Story finde ich bis jetzt im ersten, glaube ich, besser. Aber das Bauen ist klar im ersten, im zweiten besser, klar. Beide. Finde ich langweilig. Oh, Mann, mit Horror. Wenn es im zweiten cool ist, auf jeden Fall. Teilweise das Bausystem mega. Das Bausystem ist das Beste. Ich prophezeie euch, dass dieses Bausystem der neue Standard ist für viele Videogames, die in den nächsten Jahren rauskommen. Es gibt immer so eine Sache. Die macht irgendein Spiel und dann kopieren es alle nach. Das war bei, zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild, die Klettermechanik mit diesem kleinen runden Kreis. Die hat dann Genshin auch kopiert. Ne? Also es gibt immer so eine Mechanik, das finden dann alle Spiele geil und das kopieren dann alle. Und ich glaube, dass sehr viele Survival Games jetzt, dass das der neue Standard ist vom Bauen. Und dass quasi Forest so ein bisschen den Meilenstein legt. Bin ich mir ganz sicher. Weil die Leute sehen alle, wie gut es ankommt. Jetzt haben es alle jetzt. Die Grafik ist mega. Ja, die Grafik ist ganz gut, ja. Ich finde doch die Story vom zweiten Teil noch nicht schlecht, nur sie ist halt noch nicht fertig, ne? Aber ich weiß, es hinterlässt einen faden Beigeschmack, wenn man denkt sich, ja gut, da könnte noch was kommen. Physiker Baumeister wirklich ist mega. Baust die Grafik, ist ein toller Wald. Ist echt ein schön, also Spiel ist schon schön. Ich habe gedacht, vielleicht gibt's hier den Gleiter irgendwo. Vielleicht gibt's den auch hier. Aber dann könnte ich einfach darüber fliegen. So. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die ich, die ihr vielleicht, die was das Update schon kennen, aber die vielleicht selber noch nicht kennen. Weil ich habe gestern, mich durch ein paar Sachen durchgelesen, was man machen kann. Und das wollte ich euch zeigen. Und das war so ein bisschen der Plan für, also ich muss jetzt mal die Sachen holen. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. So. Boss, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob Forest bei dir zu sehen, weil ich nur zuhöre. Zum Boss, warum hörst du mir nicht zu? Warum schaust du nicht zum Boss? Lauf ich gerade im Hintergrund, oder wie? Was macht der Chat gerade? Wie verbringt ihr heute euren... Was macht ihr am Karfreitag? Gibt es bei euch so eine Tradition, die ihr am Karfreitag macht? Macht man da irgendwas? Last Epoch. Kein Bob dabei zum Runterrodeln. Oh lol, ich vergesse immer Domaru. Arbeiten beide. 9. Sims 4 spielen. Vagabummen. Bist du. Nee, du bist nicht mehr im Krankenhaus, ne? Ich gehe mit Rocky spazieren. Eierfärben und hallo. Hallo Kampfkali, wie geht's dir? Gucken, was der Karfreitag ist. Da wurde Jesus gekreuzigt. Haben wir rausgefunden zu Beginn. Hallo Biestel, mein Hübscher. Ah, Churchly, Dankeschön. Ich mache immer andere Sachen, während ich stream, schon meistens zocken. Was spielen wir gerade zum Boss? Forest 2! Blümi, du spielst auch gerade Forest, oder wie? Ha? Geschirr spülen und Küche sauber machen.
Wenn es im Fernsehen kommt, schaue ich die 10 Gebote. Den 3. Stundenmarathon auf den 60 oder älter. Oh mein Geburtstag. Patzi, wie alt wirst du eigentlich? Du wirst, ich sag, du wirst so 26. Nee, 24. 24, sag ich. Eher schaukeln. Ja, Zuckerwut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich koche Lammkarree mit Bohnen im Speckmann und oben Kartoffeln. 27, ich dachte, okay. In den Nachtdienst gehen. Donnerbert, was arbeiten wir? Was machst du im Nachtdienst? War bis gerade bei meinen Eltern zum Essen und jetzt plötzlich zum Spiel. Ah, Skadi, mein Hübscher. Ich hoffe, es war schön. Wir werden nächste Woche Samstag zu Noahs Eltern gehen. Nächste Woche Samstag. Ja. Und nächste Woche Freitag kommt meine Mutter zu Besuch. Deswegen bin ich nicht sicher, ob nächste Woche Sonntag Stream ist. Weil meine Mama kommt zu Besuch. Mit einer Freundin. Und die ist von Freitag bis Dienstag da. Freitag streame ich, Dienstag auch, weil sie fährt am Dienstag wieder. Aber am Sonntag, glaube ich, lasse ich, weil, ja. Weil das, ja, so. Dann habe ich Zeit mit meiner Mutti. Ja. Durch eine Erkältung dahinsiechen und zwischen dem Selbstmitleid ein bisschen mit neuen Cosplay werkeln. Kurose, ich habe auch Mitleid mit dir, mein Hübscher. Ich wünsche dir aber viel Spaß beim Cosplay-Häkeln. Und eine gute Besserung, Kurose. Und pass auf dich auf und trink viel Tee und tu dich schonen und lass dich nicht ärgern. So. Oh, warte, ich habe jetzt Schlitten, stimmt. Schlimmer wäre doch cool. Ich glaube aber, ja, aber die hat eine Freundin dabei und ich glaube, ich werde dann die Zeit so mit den beiden dann ein bisschen verbringen, ne? Und denen ein bisschen Deutschland zeigen und sowas, ne? Jetzt rodeln! So, jetzt, ich muss mehr links gehen. Oh Gott, bin ich schnell. Ho! Oh Gott. Oh, oh, warte, ich muss runter, ich muss. Stopp! Stopp! Ich bin zu. Stopp! Oh Gott! Ah, ich bin sogar. Haben wir gut gemacht. Ich war fast zu weit. Hehe. Zockerwut, ja, das geht. Und das Geile ist, du nimmst keinen Fallschaden. Das ist ganz nice, weil dann kannst du einfach Blödsinn machen und musst nicht bauen, dann sterbe ich wieder. So wie du rutscht, lässt dein neues Ding bedienen. Volocanu, pass auf dich auf, vielleicht sind wir uns am Freitag. Pass auf dich auf, schön, dass du da warst. Und schönen Karfreitag wünsche ich dir. Wo gehst du jetzt hin? Stimmt, ich gehe zum Heli. Wo ist das Ding? Timolo, wo ist das Ding? Wo war denn das Ding jetzt? So sterben Menschen. Berlin, Kubins, meine, wie geht's dir? Punktknochen gebrochen. Wo ist denn das Ding? Ich hab gedacht, es ist der Heli. Oh Gott, Black Forest. Fang am besten mit deinem grünen. Bei den grünen Punkt an. Den grünen Punkt da vorne? Okay, also den grünen Punkt da vorne. Da müssen wir davor. Yeah! So. Die müssen sich auch was denken, der Einheimischen. Sehen das uns Jude? Der was mit so einem Bob runterfährt. So. Alles, ich hab's voll unter Kontrolle. Keine Sorge. Alles gut. Zählt aber. Ich glaube, ich sollte mal irgend so eine Schneise bauen und alle Bäume wegmachen. So eine Rodelbahn. Okay, sieht man. Ich habe alles unter Kontrolle. So, mir geht's gut. Trink gerade lecker Kakao. Ich habe jetzt fast gelesen Alkohol. Das wäre bei meinem Chat jetzt auch nicht so komisch gewesen. Aber dann wünsche ich dir, dass ich hoffe, dass es schmeckt. Ein Bob im Bob. Ja, Rodelbahn. Krawall Rodelbahn wäre geil, ha? So. Okay, ich glaube, ich muss jetzt. Also anscheinend bei den grünen Ding gibt es das neue. Normal, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe es auch nur, also gesehen habe ich schon. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Aber ich muss zu den grünen Ding da. Und dort ist eine der neuen Sachen zum Beispiel. So. Und man kann neue Sachen bauen, was ich im Lager dann testen will. Und ich muss wieder meinem Chat fragen. Chat, wo ist wo ist meine Basis nochmal? Ich vergesse es immer. Und wo gibt's diese Sachen, die ich einsammeln kann? Weil da muss ich ja auch hin, für das neue Ding zum Bauen. Wo kriege ich das her?
Ich habe eine Glühbirne schon gefunden, aber dann gibt's noch was, was ich dafür brauche. Eine Rodelbahn bauen und dann im Multiplayer-Community-Rennen veranstalten. Inale, hallo meine Hübsche, wie geht's dir? Hab ich Bier gehört. Black Forest, es ist jetzt Nachmittag. Jetzt gibt's Kakao? Frag die kleine Hasi. So. Die Basis im Basenlager. Ihr wisst immer, wo meine Basis ist. Ich vergesse immer, wo meine Basis ist. 3D-Drucker an Umschul, da war ich gerade. Da konnte ich nichts machen. Bei Obi vielleicht. Zum Boss auf vielen Dank für die Hilfe. So. Bei mir. Okay, so. Ich gehe darüber jetzt. So. Na gut, daneben gekommen. Ebenso ist es. So. By the way, Chat, no, also neue. Hä, hey, warte jetzt. So. Oder. War ich da schon? Warte mal, werden wir gleich hier mal die Schaufel nehmen? Ist, respawnt das auch, das Ding hier, oder nicht? Weil. Respawnt das oder nicht? Weil. Sein. Ich. Sind nicht neu. Ich weiß, sie sind nicht neu, aber respawnen die Sachen. Grabschänder. Was soll ich machen? Ja? Da ist nur Seil drin. Gräber schänden. Ja, vielleicht liegt da auch ein Pirat drin. Und dann kann ich mir die Sachen, was der Pirat hat, nehmen, ha? So. Respawn alles. Ne, es respawnt nicht alles, weil das haben sie ja geändert. Sie haben ja, zum Beispiel, wenn du Kisten aufmachst, die bleiben anscheinend jetzt offen. Was ich ein bisschen doof finde, aber. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt seit gestern wieder, haben sie wieder umgeändert, aber ich glaube nicht, oder? So. Wo ist nun der Piranha? Weil wir haben keinen gefunden. Was macht die Kuru? Das wurde zurückgefixt. Oh geil. Wirklich? Oh, das haben die. Oh geil! Das haben die wirklich wieder zurückgehend. Das ist nice. Das ist geil. Aber weil sie so viel aufgekriegt haben, ne? Oh, nice. Ja, Leute, das ist auch in dem Spiel nötig. Weil du hast ja in dem Spiel nur limitierte Ressourcen. Jungen Wohner weichen jetzt auch schnell aus. Ja, das haben wir gemerkt gerade. Was macht mein Blümi gerade? Blümi, bist du gerade im Wohnzimmer, oder? Da ist ein Stick. Da muss ich rein? Dann gehen wir jetzt rein. Ich bei der Dikuru glaube ich immer, dass sie liegt irgendwie im Bett mit dem Handy. Das ist so mein Bild von Dikuru. Die liegt im Bett mit dem Handy. Und no. Das ist mein Bild von Dikuru, was ich immer habe. So. Das gehört bei Forest für mich dazu. Ja, genau. Ah. Forest spielt im Büro. Ah. Ja, Blümchen, wenn man kann, dann kann. Na klar. Okay. Also hier gibt es was Neues? Pfeile. Duct Tape. Ja, okay. Also Klebeband. Batterien. Oh, das ist ein geiler Bunker. Das. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass das Spiel einen religiösen Hintergrund hat. Weil du überall auch Kreuze und so siehst. Ich habe hier eine ganz eigene Theorie über das Spiel. Und das ist auch neu, Leute, ihr könnt sich erinnern. Dieser Dude mit dieser silbernen Jacke, der uns am Anfang killt, das ist dieser Dude. Yan Yu Zhang heißt der. Und das ist ein Mitarbeiter von Sahara. Und der versucht, das ist ein Spion von Sahara. Nee, bin immer am Schreibtisch und schau, der bin manchmal auch am Handy. Okay. Und das ist auch neu. Solarpanel. Es gibt jetzt in dem Spiel Solarpanel. Neu. Es gibt jetzt Solarpanel. Wir haben gerade eins aufgehoben. Und Glühbirne. Oh Gott. Um Gottes Willen. Oh, Xboxer. Dankeschön, Xboxer. Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Hallo, lieber Putzer. Ich letzte zu wenig da. Ach, Xboxer. Danke dir für den Support. Dankeschön. Vielen Dank, ach, Xboxer, danke für den Support, danke schön, mein Schatz. Ach, Xboxer, komm her, niemand schluck Xboxer, komm, aber sag's kein weiter, sonst fragt die Chessy Thiel auch wieder, ob's trinken will. Xboxer, vielen Dank, danke schön. Wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Schönen Karfreitag. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis jetzt. Und ich hoffe, alles. Oh, Scheiße, ich druck das Falsche gerade. Oh, okay, gut. Gut, dann. Gut, genau, es gibt jetzt Solarpanel. Ja, ich hab kein Druckerpatronen, nerv jetzt nicht. Achso, oh nee, wo. Oh, jetzt. Na, okay, egal. So.
Das mit den Religionen wird doch in der Story aufgeklärt, wenn ich mich nicht täusche. Muck, erklär mal. Vielleicht habe ich es verpasst. Jetzt habe ich wirklich... Nein. Achso. Ja gut, dann, wenn ich sie nehmen kann, dann gut. Was kann man noch Neues drucken? Nix. Okay, ich dachte, man kann was Neues drucken. Ha, Xbox, mein Schatz. Danke dir für die Unterstützung. Dankeschön. Na, ja, Xboxer. Auch eine süße Maus, sagt man im Bekanntenkreis. So. Hat dieser Glaube... Was hat der Glaube zu tun? Also, waren nicht hier die Babys? Eine Uhr, okay. Draht ist, glaube ich, nämlich auch wichtig. Speichern Sie bitte. Oh, Jonas, ich speichere ab. Ja, ich speichere ab, natürlich, ja klar. Da waren wir aber schon. Ist das nicht der Wellnessbereich? Ist das nicht gerade der Wellnessbereich, wo wir sind? So. Ich meine mich erinnern, dass es da eine Geschichte gab, dass eine Gruppe Priester oder so auf die Insel kam, um die Ureinwohner zu bekehren, aber das hat nicht funktioniert. Ist das die Story? Weil das Ding ist, ich habe vermutet, dass der Christentum, habe ich schon 20 Mal erzählt, die Leute können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber dass der Christentum, hat funktioniert, by the way, dankeschön, dass der Christentum auf dieser Insel gemacht worden ist, nämlich weil die Leute gesehen haben, oh, es gibt da eine Höhle und diese Viecher sind gegen die Kreuze, Dingsel, ne? Und dass daraus die den Christentum gemacht haben, weil man hat so ein Kreuz und dann hat man so, oh, und die sind bei so Lava und dass man, das war quasi die Hölle und dass so der Glaube entstanden ist. Das war meine Idee. Ich habe jetzt gespeichert. Da war ich aber schon. Aber was? Ich brauche noch mehr Solarpanel. Danach kommt da, glaube ich, nichts mehr. Warum sagt er denn, ich soll abspeichern? Also ich habe... Aber es gibt mehr Solarpanel. Okay, da waren wir schon. Ja gut, im Fitnesscenter wird keine Glühbirne liegen, ne? Okay, da waren wir schon. Okay, also da, okay, wir haben jetzt das Solarpanel. Gut. Es gibt aber mehr Solarpanel. Man hat beides unendlich. Das ist schön. Das stört mich gar nicht. Solarpanel. Oh, ich habe jetzt neu im Spiel sind jetzt die Solarpanel. Ja. Gibt's überall. Ich habe bis nur eine gesehen. Hallo Lazarus, mein Schatz. Wie geht's dir? Was machst du gerade? Wir haben, das klingt, das ist immer so doof, aber wir haben da so einen eigenen Channel und da steht immer, was macht ihr gerade, während ihr mich schaut? Polarfuchs, die macht gerade eine Stickerei. Schon, was macht hier, was, die Klue. Die Klue hat gerade, hat gerade ein Video geschaut. Na, die Klue. Die Sepinator, das war am Dienstag. Na, wir haben so einen eigenen Channel, wo ihr da entspannen. Na, so. Die Muni, so sieht's bei der Muni aus. Wir haben da so einen eigenen Channel, wie was ihr immer macht, während ihr gerade da seid. Was, Blümi, jetzt will ich aber ein Foto senden bei dir vom Büro. Sofort. Iron Star, mein kleines Mandarinenmäuschen, auch dabei gewesen, ne? So. Also das, ist immer ganz witzig. So. Okay, also wenn es die unendlich gibt, dann brauche ich keine mehr finden. Aber es gibt ja noch dieses eine neue Ding. Dieses neue, ich will es nicht spoilern, aber mit dem ist man sehr schnell. Wo gibt's das? Wo ist das Ding? Warte mal, wo ist das Ding? Eine Frage an alle Christen da draußen. Nee. Heißt er wieder? Nee. Darf ich sagen? Ja, genau. Also, doch, sag mir gerne, wo ich hin muss. Müssen wir auf der Karte sehen. Aber wo? Ich habe die Karte offen. Oh, da kommen wieder welche. Aber wo ist... Das eine ist der Helikopter. Bist ganz in der Nähe. Kleinen Moment. Okay. Geh zum kleinen Ziel direkt neben dir. Okay, gut. Okay. Das ist nämlich jetzt richtig geil. Der kleine See neben dir, okay, der links da, ne? Ich gehe gerade hin. Der da oben. Zoom näher ran. Ah, der da? Der da, der kleine See da? Jetzt rechts. Also, noch der kleine. Ah, der See. Ah, okay. Okay.
Wer macht denn da so Lärm jetzt? Okay. Also die sind im Wasser, okay. Ah, der kleine See, okay. Hallo Dragner, wie geht's dir, Mensch? Schön, dass du da bist. Zip und Zip, du süße Maus. Froh ist er noch dir. Zip und Zip, ich hoffe, alle sind lieb zu dir. Ich hoffe, du bist brav und fleißig. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Der ist nicht klein, der ist Durchschnitt. Das ist ein kleiner See. Zip und Zip, was gibt's Neues bei dir? Was gibt's Neues bei euch, Chat? Gibt's eine freudige Nachricht? Wie wäre Mutter? Oder Vater? Oder Onkel? Oder... hat im Lotto gewonnen? Egal was. Was gibt's Schönes, was ihr mit der Welt teilen wollt? Okay, ich bin hier beim See. Nein, ich will erst mal ein. Ich bin immer brav. Ne, das weiß ich nicht. Du heißt nicht Rosa ohne Giro und auch nicht Monk, dann stimmt's wahrscheinlich. Ich bin seit Dienstag Kunde, Mama. Ah. Aswin, dann wünsche ich dir, wo ist dieses Ding da jetzt? Leider nicht den Lotto gewonnen. Ah, Jesse Teen. Da. Oh, da vielleicht. Warte. Hab bei meinem befristeten Job eine Verlängerung. Ah, oh, Volocano. Du hast es ja beantragt, dann wünsche ich dir. Gratuliere ich dir. Ich hoffe, es gefällt dir auch. In einem Monat ist mein Haus fertig. Warum habt ihr alle Häuser? Wie hast denn das gemacht, Bastian? Oh. Hey, den Zettel kennen wir noch nicht. Was ist das für ein Geräusch? Zum Bosa. Okay. Mein Freund sagt, ich bin nicht brav. Ich glaube, dein Freund werde ich glauben. So. Strom? Was ist für ein Geräusch? Das ist das Neue. Das ist das Neue. Sind wir im Wochenende schon? Ich werde von meinem Wohnung. Oh. Och, warum habt ihr alle? Warum haben. Ganz ehrlich, aber warum habt ihr. Bastian, wie kommt's mit dem Haus? Hast du selber gebaut oder geerbt oder wie war das bei dir? Und was. Naja, gut, was hat's gekostet? Ist einfach interessant, weil es zu teuer ist. So, genau, also. Ich habe hier noch was Neues gefunden. Nämlich hier das. Was ist das für ein Zettel? You spent all this time setting up a golf course and you haven't ordered any. Okay. Hank, du hast die ganze Zeit damit verbracht, einen Golfkurs zu bauen, hast aber keine Golfschläger und Bälle gekauft. Wie soll man dann Golf spielen? Okay. Wo haben die Leute die ganze Kohle her? Sparen, Kredit. Ich glaube, Kredit ist, glaube ich, immer so. Ne? Kann auch Erben sein, ne? Ist auch möglich. Das ist das neue Ding. Eule, Kati, wo hast du? Das ist das neue Ding. Was ist? Das ist das neue Ding. Wohnen kauft ein Jahr später für viele wiederverkauft. Wow, Bastian, sehr geil. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Komm, Putze, geh mal auf Golfen, ich fahre das Kart. Das ist jetzt neu. Dieses Ding. Das ist neu. Okay, ja, okay. Das ist neu. Und jetzt? Chat, jetzt! Schau mal, wie schnell ich bin die schnellste. Ich bin der schnellste Putz von Mexiko. Yeah. Schaut mal, wie schnell ich bin. Das ist neu. Ja. Seht ihr das? Was ist das denn? Oh Gott. Wo ist es hin? Oh, hier. Es lebt doch, Gott sei Dank. Ja. Ich habe so ein Ding und auf den kann ich fahren. Und auf den kann ich jetzt fahren. Und jetzt muss ich nur zurück zu meinem Camp und dann zeige ich auch was Cooles. Wo ist mein Camp? Beim See irgendwo. Wo ist mein Camp? Chat, wisst ihr noch, wo mein Camp ist? das sollte ich selber wissen, aber ihr habt immer aufgepasst. Ich habe mich. Putzi auf Speed. Flitze durch die Gegend. Kann er springen? Ja. So, warte, ich muss noch essen auch. Also. Ich muss jetzt kurz. Genau, ein motorisiertes Einrad, das ist neu, ja. So, und jetzt muss ich. Da oben, glaube ich, war es.
Kann das Ding auch kaputt werden? Okay, es gibt noch ein neues Item. Wo muss ich hin? Wo soll ich hindüsen, Timolo? Ah! Wo ist es hin? Hallo? Wo? Da. Ah, nichts passiert. Alles gut. So wäre es in Wirklichkeit auch. Wieso denke ich jetzt an Eichhörnchen, der putze acht durch die Hecke? Ich bin die schnellste Maus von Mexiko. Ich weiß nicht, wie praktisch das ist. Man ist schon schneller, aber man fliegt sehr leicht runter, muss man sagen. Ich glaube, da oben ist mein Haus. Es wird auf der Web, es gibt noch eine Höhle. Eine neue Höhle seit gestern oder die alte vor einem Monat schon? Die kennen wir schon. Mit der goldenen Rüstung am Ende, meinst du die? Im Süden der Insel, also rechts von dir, glaube ich. Ich gebe mein Gefährt kurz ab. Obwohl, ich bin ja schneller mit. Wo soll ich hin? Im Süden. Wo soll ich hin? Rechts oder links? Wo gibt es neue noch? Und dann zeige ich euch das mit der Glühbirne. Wo muss ich hin? Es wird auf der Map markiert. Oder da, das da oben? Da ist nicht so viel. Ja, aber ich wollte euch da was zeigen. Hast du ein Ziel auf der Karte? Ja, wir suchen gerade noch. Es gibt anscheinend noch einen neuen Gegenstand. Das wusste ich aber nicht. Jetzt gerade ein bisschen links. Okay. Okay. So, hehehe. Das will ich in Wirklichkeit haben. Das will. Ich kann auch springen, ja, okay. An den langen Fluss. Da gibt's mehrere. Ich nehme einfach mal den. Aber ich bin schon schnell. Oh, Scheiß. Das nervt mich. Warum? Wo ist es? Ah. Das ist ein bisschen doof, dass ich immer runterfliege. Ich hau's immer auf die Fresse. So. Wo muss ich hin? Wohin? Sparrow, hör auf zu lachen. Jetzt reicht's mir. Wo muss ich hin? Es gibt noch einen Teil im RL. Es gibt sowas im RL? Warum habe ich sowas nicht? Zoom raus. Konzentrier dich. Ja. Führerschein für Speed. Das Ding ist einfach nicht gelähmt. Ja, ist ein bisschen, ja, es ist schon geil. Man ist schon schnell. Aber man darf nirgendwo dagegen fahren. Man ist schon schneller. Was jetzt? Piep, hör auf zu piepen, Ding. Noch ein Stück, gutes Stück geradeaus. Ach komm, jeder Baum gehört mir. Gut. Den Kopf nehme ich mit, den stibitze ich jetzt. So, und jetzt fahre ich mit meinem Kopf rum. Ich zeige ihm die Welt. Hallo, schau mal. Ja, ja, das kann der nicht mehr. Ja? Hat er nur noch einen Kopf. Und was ist er demnach? Ein Dummkopf. Ja, so, mal wieder genug. Wir gehen weiter. So. Creepy, pass mal 4 Monate. Dankeschön, meine hübsche Maus. Dankeschön. Creeple, lass dich küssen. Bin ich richtig? Und Queen Aurora, danke für 7 Monate. Danke euch beiden. Auf Schrein da. Creepy, dankeschön. Wie geht's dir? Bin ich richtig? Bin ich richtig oder nicht? Ey, Creeple, mir geht's auch gut. Ja, weiter. Okay, ich muss... Ach, komm jetzt. Okay. Kann das eh nicht... Ich hüpf, ich spring. Geil, hab's geschafft. Das ist irgendwie schon geil. Ich wusste nicht, was es ist. Ja, aber es ist ein Einrad, ein motorisiertes. Hat wer sowas von euch im echten Leben? Auch? Das ist schon geil. Weiter links und zu der Höhle geradeaus. Das ist schon ein geiles Ding. Es gibt so Leute, die haben immer so Gadgets. So ein... Irgendwer hat doch sicher von euch ein elektrisches Rad auch und so. Ob sie richtig sind, wenn es nicht angeht. Hier bin ich richtig. Es gibt Tiere und Bäume durch Pinkeln markieren und dann geht's putzen mit den Bäumen sein Gesicht. Hey, wo ist mein Ding? Es wäre aber geil, wenn das ins Rucksack packt, passt. Das wäre geil. So. Geht's dahin? Timolo, bin ich richtig? Timolo, ich fahr schon. Aber ganz ehrlich, wenn ich so auf die Gamescom fahren würde, oder? Wenn ich so komme und ihr seid auch auf der Gamescom. Also ich würde schon verstehen, warum ihr ein Foto machen wollt, ne? Also ganz ehrlich.
Bin ja auch der Coolste auf der Gamescom dann, ne? Was glaubst du, wie leer beim Gronkh auf einmal wäre, wenn ich so ankomme? Ich sag's euch. Der denkt sich, was jetzt los? Gibt's sowas gratis? Nee, der Putzi fährt mit meinem Rad durch die Gamescom. So. Jetzt aber. Ach, scheiße! Gut, da würden es dann spätestens wieder gehen. Gut. So, jetzt aber. Ja, so, warte. Und ich glaube, wir sind richtig. Da muss ich hin. Da Elch. Links Söhle geradeaus. Darüber? Okay, kein Problem. Ich düse ja schon rüber, Timolo. Was, warum hältst du den Kopf? Ich düse ja schon. Ich düse ja schon. Schau, wie cool ich bin. Boah, ich. Hüa! Das schon, ey, das ist schon ein geiles Ding. Ja, der Mann von heute ist mobil. Ich hab's immer gesagt. Ihr denkt, was ist das da für ein sexy Typ? Dem Tier ist aber ganz sicher, denkt er das. Hallo, Herr Elch, ich bin schneller als Sie. Die Macht der Wissenschaft, ha? Die technische Wunder. Tja, hätten Sie selber schuld. Bist halt nun Elch geworden. Tja, hast nur ein paar Hörner. So. Ich bin schnell unterwegs. Ich bin, das bin ich. Hallo. Ja, so jetzt. So, ich. Achtung, langsam, langsam, langsam. Was ist Timolo? Links Höhle. Ich bin da. Da ist doch die Höhle. Huiupaya. Oh, mein. Nein, mein Ding schwimmt weg. Moment. Okay. Mir, MC Herbert, danke für den Pitzel. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt aber. Geologie ist chemisch putzig. Aber der Benzin ist schon. Benzin ist ja chemisch. Hehe. Na? Oder wächst der am Baum? So. Da richtig? Du guckst immer in die richtige Richtung. Nein, ich gehe. Hier ist doch richtig. Hier jetzt, oder? Hier. Rein in die Höhle. Timolo, rein in die Höhle. So, ich lasse mein Dings da, dass man es keiner von euch stipitzt. Ja? So. Ich werde aufpassen. Das ist neu. Demon Insider, das gibt es seit gestern. Das ist ein Einrad. Wir haben schon Solarpanel gefunden. Und es gibt jetzt seit neun auch Glühbirnen. Da oben sind mein Solarpanel und Glühbirnen. Und jetzt holen wir noch das letzte Ding und dann gehen wir zurück. Das ist ja süß. Dimonette, vielen Dank. Dankeschön. Laufen wieder, wir wieder. Genau, Therese, wir laufen heute die neuen Dinge ab, die es seit gestern gibt. Gestern 20 Uhr. Nee, ich glaube 22 Uhr war es sogar. So, hier eine Taschenlampe. Hier gibt es was Neues. So stellen sich die Leute die Zukunft vor. Genau, das gibt es nämlich auch noch Neues, richtig? Ich erinnere mich, ja. Es gibt nämlich ein Nachtsichtgerät. Gibt es auch. Es gibt jetzt Nachtsichtgerät. Genau. Tragen. Na gut, das ist aber okay. Man könnte es aber auch nennen ein Nix-Sichtgerät, ne? Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, so sichtig bin ich nicht mit. Auch in der Nacht, ne? Also, es ist vielleicht besser als gar nichts. Aber wirklich sichtig bin ich damit jetzt nicht. Ja, das ist Müll, aber es ist neu. Wir haben immerhin alle Dinge, ne? Also, wir haben ja gesagt, wir wollen ja alle. Ja, ich. Aber wenn ich damit jetzt auf meinem Einrad auch noch durch den Wald cruise. Also wenn ich dann nicht der Coolste bin, weiß ich auch nicht. Oh geil. Ja, ich glaube, es ist kein Tagessichtgerät. So, ja, okay. Ist wohl eher ein Restlichtverstärker. Genau, ja, Muck, so ist es. Ja, richtig. Okay. Warte mal, ich glaube, ich penne da aber trotzdem. Wer bist du denn? Das ist Privatgrundstück. So, man muss sich das auch so legen, wie man es braucht. Na, so, jetzt aber. So. Nein, das will ich nicht. Ich will dich aufschlitzen. So. Der war lieb.
Der war nicht lieb, Sparks. Der hat so gemacht, du hast es nur nicht gesehen. So. MC Herbert, danke für den Pizzle, vielen Dank. Dankeschön. So, ich gehe jetzt schlafen. Chat bitte mal. Danke, danke MC Herbert für den Pizzle, danke dir. Und danke Kiramitz fürs Gifted Sub. Dankeschön, vielen Dank euch. Dankeschön. Hä? Hey, was machst du denn da, Virginia? Geh ins Lager zurück! So. Davor ist eine Höhle. Hier kommt man mit Tauchrohr aus. Eigentlich ist es woanders. Ich war überall schon drin, Isabel. Ich war überall drin. Wir haben alle Höhlen schon durchsucht. Auch die neuesten. Wir machen nämlich immer, wenn ein neues Update rauskommt, am nächsten Tag spielen wir das dann und schauen uns dann an, was Neues gibt. Es gibt aber keine neuen Story-Sachen, was ich so weiß, ne? Aber danke für den Tipp. Dankeschön. So, Virginia, jetzt, Virginia, ich habe leider keinen Platz. Ich habe nur einen Einsitzer. Alles okay, Celiabel, alles gut. Wo ist jetzt mein Lager? Warte, ich muss jetzt so kurz zurück in mein Lager. Das ist, glaube ich, wo war nochmal mein Lager? Die Pandemonium wusste das immer. Ich glaube, es war da oben irgendwo. Warte mal, geht das jetzt vielleicht, dass ich hier auch einen Peilsender geben kann? Das hat ja damals nicht so funktioniert. Oder hat das funktioniert? Hat sie den schon? Doch, doch, sie hat den. Wie nice, was sie anhat. Natürlich hat sie was an. Ich kann sie nicht nackt rumlaufen lassen. Hä? Ah, okay. Oh, ja. Virginia. Und das ist auch so ein Ding, das habe ich hier noch liegen. Schaut's mal. Schau mal hier die Treppe eine. Und ich weiß gar nicht, ob sie da ist. Aber das hat mir ein Zuschauer gemacht. Als Bild von ihr. Von The Forest. Und ich sage immer, das ist die Sibylle. Cool, oder? Ich muss noch ein in den Dings, das liegt noch da. Diese Dramen und das ist, was ich bekommen am Sonntag. Das war cool. So. Okay, Sibylle, ich muss dich jetzt aber stehen lassen, weil ich muss jetzt fahren. Ich würde dich ja gerne mitnehmen. Sibylle, wo ist mein Auto? Wo hab ich mein Auto geparkt, Sibylle? Hä? Oh, ich glaube, die Sibylle ist vielleicht fast. Wo hab ich mein Auto geparkt, Chat? Hä? Hab ich die Plane bringen? Ja, doch, habe ich mitgenommen. Aber wo ist. Sibylle, fahr schon mal mein Fahrrad. Ja, das hätte ich. Wo ist es? Wo ist mein Rad? Blöde Natur, versperrst mir die Sicht. Sie ist auf der Karte. Ah, es wird. Die Sibylle wollte es mir stibitzen. Okay, gut. Wir fahren jetzt zurück in unser Lager und da probieren wir die Solarpanel aus. So, okay, Chat. Sibylle, bis später. Sibylle, tschüss. Ich bin schon mal. Stell dir vor, die sieht mich jetzt. Ich, der einzige Mann. Der einzige, wo sich denkt, oh, das könnte aber ein Süßer sein. Und auf einmal, tschüss. So, Sibylle, bis später. Ich düse. Hallo, Big Boy Domme, wie geht's dir mit Schatz? So, und jetzt werden wir die Solarpanel installieren. Genau, so ist es. Hä? Hey. Fergie ist der Beste. Wer ist der Fergie? Ich glaube, da oben ist mein Dings. Hehehehe. Oh, Entschuldigung. So, ich bin gespannt, was wie das ist mit dem Bauen. Also, weil es gibt jetzt, wie gesagt, Glühbirnen und ich habe ein Solarpendel. Oh, da komme ich nicht rauf. Ich glaube, das könnte ein bisschen steil werden. Ach, nee, ich komme nicht rauf. Verdammt! Ach, muss ich doch wieder gehen. Nervig. Was, Kratlon, schönes Wochenende, möglich, also. Wie ich diese Begrüßung liebe, meine Frau wundert sich dann nur, warum ich Schatz genannt werde. Ja, Big Boy Domme, weil das ist ja von uns, das ist ja was Eigenes mit uns. Dann sollst jetzt nicht so da rein dazwischen grätschen, Domme, ha? Kannst du aber auch deine Frau? Ja, deiner Frau einen ganz lieben Gruß von mir ausrichten, gell? Ich hoffe, ihr geht's gut. Schönen Karfreitag wünsche ich auch ihr. Ha? Und die soll da nicht so sein bei uns, Big Boy Domme, ha? Das ist immer bei mir mit dem Chat, ist das was ganz Eigenes.
Das ist was Herzliches. Da kann man nichts machen. So. Okay, ich fahre jetzt aber wieder mit dem Bike, gell? So. So, gut. Und ich bin schon wieder mobil unterwegs. Hat wer von euch ein elektrisches Fahrrad? Oder hat wer von euch ein E-Auto? Denn man kann ja auch mal über Technologie sprechen. Gibt sicher einige bei uns. Der Blümi hat ein E-Auto. Der Blümi ist so einer. Der Kraton hält am Benziner fest. Ganz sicher. Ich kann über den See auch. Hab ein E-Bike. E-Bike habe ich. Hab ein E-Auto. Oh, krass. Kann du auch? Ich dachte du, okay. Ich fahre über den See einfach. Hab nicht mal einen Führerschein. Apple habe ich auch nicht. Versuche das mal zu klären. Hoffe, bei dir ist eine Couch frei. Ey, du Big Boy, genug Platz. Kühlschrank ist auch, was zum Trinken habe ich auch, kommst vorbei, gell? Aber tust dann die Schuhe bitte vor draußen ausziehen, gell? Letztens alles Gatschi gemacht. Meine Mutter hat ein E-Bike einmal gefahren, sie hat nicht mehr gebraucht. Ich bin noch nie mit E-Bike gefahren. Schon lange war ein Early Adopter, was E-Bike? Oh, Magramo. Ja, ich glaube, es ist schon ganz geil, oder? Bis zum nächsten Pixel, der sagt, schon und passt. So ist es. Bis jetzt sind wir gut unterwegs. Man bleibt manchmal hängen. Gut, sind ja auch zwei Pedale links und rechts, ne? Macht ja Sinn. So, ich muss. Wo ist jetzt mein. Warte, ich muss zu. Aber der Kevin ist da. Ich glaube, dann ist da auch vielleicht meine Behausung. Dieselauto und Benzinmotorrad. Aber Diesel ist, glaube ich, jetzt. Ist es nicht das Schädlichste? Also, ist ja okay, aber ist es nicht irgendwie, dass das verboten wird? Ich kenne mich nicht aus. Kein Auto oder Fahrrad, kein Führerschein, übrigens sind es teurer. Ich glaube, sie sind aber jetzt schon günstiger, als es damals noch war, ne? Mit dem vorderen linken Aufruhr. Ich glaube, hier bin ich. Ich glaube, hier ist mein... Hier ist, glaube ich, meine Behausung irgendwo. Ich war auf jeden Fall bei so einem Fluss. Und die Virginia war auch in der Nähe. Ist es nicht hier? Komm, das Einrad. Das kam gestern, Tiris nimmt. Ja, das Einrad ist seit gestern neu. Wie lange? Ich sehe das Beste. Absolut, ja. Aber ich. Mein Motorrad! Ja. Günstiges Paper gar nichts. Ich dachte mittlerweile ist es günstiger. Aber ich kenne mich zu wenig aus. Deswegen frage ich ja euch. Ich kann euch hier nur fragen und ihr könnt mir nur eine Antwort geben. Achso, ich bin okay. Warte mal, habe ich rückwärts gegangen? Ach, rückwärts ist das! Ist nicht da? Warte mal, ist da. Wo ist denn jetzt? Wo ist. Ist da irgendwo da muss meine. Wo ist meine Behausung? Wo ist sie jetzt? Ist die da vorne, direkt vor mir? Wo ist denn nochmal meine Bude? Doch, ja, sie müsste direkt vor mir hinter dem See sein. Ich muss mir das irgendwie markieren, aber das kann man nicht. Hinter dem Ausrufezeichen. Hinter? Okay. Aber findet sie mich cool, wenn ich da so mit meinem Einrad durch die Gegend gucke? Ja, oder? So. Also ich glaube schon. Du wohnst hinter dem Baum links. Ja, wirkt sogar. Schau, wie cool ich bin. Noch dazu, es ist eine bekannte Marktzunge. Ich finde nur bei E-Autos sehr cool, dass man kann ja die über App verfolgen, wo sein Auto steht. Man kann auch, ich glaube ein Tesla hat so einen Modus, dass man zum Beispiel, wenn man seinen Hund im Auto lässt, dass so einen Hundemodus, dass du deinen Hund im Auto lassen kannst. Das ist schon sehr cool. Also, das finde ich, also ist schon irgendwie, oder? Du bist der coolste. Krawall, der bin ich. Bellt das Auto dann? Nee, aber dann steht am Auto bei so einer Tafelanzeige, dass der Hund, dass das die Temperatur, dass die Leute nicht glauben, man hat den Hund vergessen und schlagen die Fensterscheibe ein im Sommer. Na, aber es gibt zum Beispiel, dann bleibt die Klima an, nur für den Hund oder so. Big Boy Dome, Dankeschön für 250. Big Boy, jetzt sind wir da. Quatsch gebeten. Big Boy, jetzt ist sie auch frei. Darauf habe ich gewartet. Noah, kannst du jetzt für Big Boy freigeben? Big Boy, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich muss es, glaube ich, aber tragen.
Man lässt keinen Hund im Auto. Aber man kann, glaube ich, mit Tesla so einen Hund, so, also ganz ehrlich, wenn man einkaufen geht und man hat jetzt so ein Auto mit so einer, also es gibt ja so ein Tesla, vielleicht haben das auch andere Autos, ne? Aber ich kenne das jetzt vom Tesla. Die haben so eine Hundefunktion, wo das Auto runtergekühlt wird und es steht sogar auf dem Screen, ey, keine Sorge, Temperatur im Auto ist so und so viel Grad und alles gut, ne? Und ich finde dann schon, wenn man einkaufen geht, ist das schon angenehm. Aber klar, im Sommer, wenn man das nicht hat, dann soll man keinen Hund im Auto lassen. Das ist ganz klar. Das ist klar. Hallo Dramixler, hallo mein Schatz. Nee, dann soll man, also dann nicht, na klar. Weil, auch kein, aber auch keine kleinen Kinder. Auch keine kleinen Kinder. Ne? Also man soll auch keine Kinder im Auto lassen. Ne? Also es ist nicht nur Hund, sondern auch Kinder. Genau, Kinder auch nicht. Ey, da ist doch meine Basis, oder? Ja, da ist meine Basis. Ach, Big Boy Dome. Achso, das Essen vergessen. Big Boy, jetzt ist es vorbereitet. Jetzt ist vorbereitet. Big Boy, danke für 2,50. Danke dir. Danke für 5. Vielen Dank für den Support. Big Boy, danke schön. Danke, geht's am Essen auch noch, Big Boy. Ich habe ein Solarpanel. Und da habe ich meine Box. Und zu Weihnachten habe ich Christmas Socks. Die Sachen respawnen wieder. Da legst du nieder. Und wieder Solarpendel. Davon habe ich ganz schön viel. Und eine Granate. Und im Chat hast einer jemand Renate. Und das ist nicht der Blümi. Denn der heißt Blümi. Davon habe ich mein E-Bike. Und, ja. Und fahr damit gerne im Kreis. Und ich bin cool, wie jeder weiß. Ich bin der Zinsel-Cruiser. Ich fahre gerne schnell. Und manchmal hab ich auch schon einen Hund gefunden, der macht gern Bell. Aber eigentlich bin ich alleine. Ich habe keine Dollarscheine. Ich brauche aber auch kein Geld, denn mir gehört diese Welt. Und manchmal sehe ich einen Spatz. Den sage ich dann, hallo Schatz. Und manchmal sehe ich auch ein Reh. Und manchmal muss ich viel gehen. Aber eigentlich ist es sehr schön, denn ich habe sehr viel Wald. Und manchmal wird mir auch auf dieser Insel sehr kalt. Aber trotzdem habe ich Virginia und Kevin und den Chat. Und mehr brauche ich nicht, denn die sind alle zu mir immer nett. Hä? So. Gut, das war der Insel Blues. So. Gut. Hoffentlich findet Chilimon das. Ich würde mich freuen, wenn er was macht draus. Ich glaube, es wäre gut. Hä, hey, wäre voll cool, mir voll freuen. So, also das ist unser Insellied und das müssen jetzt alle einstudieren. So, auch wenn sie, also ich, genau, und jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Die Sibylle, stimmt, ich vergesse immer, ja, die Sibylle. So, da, genau, und wo parke ich mein Auto? Oh, ich leg's da rein. So. Okay, also, und jetzt gibt's neue Sachen. Zum einen, das habe ich immer noch nicht fertig gebaut. Kann das wer kurz klippen? Vielleicht ein Mod. Wenn die lieb sind oder so. Und dann schreiben, Chilimann, mach Musik draus oder irgendwie sowas, damit ich gleich den Clip immer auch benennen. Das ist ganz wichtig, weil dann weiß ich nicht, was für ein Clip ist. So, jetzt haben wir neu. Mach Peilsinn da dorthin. Annimmspur, du bist eine von den smarten Mäuschen. Stimmt. Warte mal, wie mache ich das nochmal? So. Wird am Dienstag geprüft. Warte, hier Peilsender. Und wo kann ich den jetzt irgendwo hinklicken? Nee, auf den Stock, stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist. Ja, da merkt man, man hat die intelligentesten Zuschauer. Ne? Das ist. So, ich stecke das da. Warte, so. Und genau, hier stecke ich es hin. Das beschwere ich dann mit Steine, damit es nicht umfliegt. Ne? Weil muss man machen, sonst fliegt das Ding um. Und da haue ich jetzt einen Peilsender drauf. Und dann weiß ich nämlich, wo ich bin. So. Genau, mit rechts. Was für ein Symbol geben wir unserem Haus? War wahrscheinlich zu lang. Hey, mach einfach, so lang geht. Timolo. Ich glaube, also, weil so Haus ist, Herz ist gut. Herz. Aber, ich meine, am meisten sticht wahrscheinlich raus das Gelbe.
Also, aber, weil, aber wir können doch Herz. Komm, wir machen Herz und da gehen wir es jetzt ja drauf. So. Hallo? Warum kann ich mein Peilsender jetzt nicht drauf geben? Peilsender? Warum geht es nicht hinauf? Hallo? Ich würde gerne meinen ich würde gerne mein Zuhause markieren. Du verhungerst und verdurstest bald. Ach, das ist wurscht. Mich hält die Liebe am Leben. Ey, ist schon einer drauf? Ah, da ist einer eingeklemmt. Ich sehe es. Okay, ist es jetzt auf der Karte? Und warum ist da trotzdem grün? Oder habe ich jetzt zwei drauf gegeben? Hallo Bella Switch, mein Hübscher, wie geht's dir? Kommt immer die. Achso, die kommen. Ah, okay. Also, haben sie immer noch nicht gefixt. Okay. Und jetzt, meine Mäuschen, jetzt das neue Update. Das ist meine Behausung. Ich bin sehr stolz. Ich mag meine Behausung. Die ist gemütlich. Es gibt sehr viele Leute, die bauen sehr groß. Aber groß ist nicht gemütlich in dem Spiel, finde ich. Ne? Aber macht Spaß. Ich verstehe schon. Ne? Aber jetzt. Und ich bin da ganz happy. Ne? Auch mit den Lampen kommt sehr hervorragend bei der Damenwelt an. Ich habe immer Besuch. Letztens die Mitsuki war, der hat gesagt, Putzi Petit, es ist so schön. Und also wirklich, das kommt immer top an. Wir haben auch wir haben auch hier Satoru, haben wir auch hier, Banane Satoru, by the way, ne? Wir haben auch Cappuccino, Chat. Cappuccino Satoru haben wir auch. Banane, alles, was ihr wollt. Haben wir alles da, ne? Also, so, ne? Also, Cappuccino, Kakao kann ich auch sehr empfehlen. Satoru, wie gesagt, ist mein neuer Sponsor, den ich sehr gerne mag. Probiert es aus, ist wirklich sehr geil. Das sind die kleinen Packungen, die sind, glaube ich, 330 Milliliter, es gibt aber auch große, die sind 0,5. So. Mein Chat steckt doch gerade wieder, warte mal. So. Wunderbar, dein Haus wäre gerade mal ein begehbarer Kleiderschrank beim hessischen Anwesen, es wäre ein Range. Ah, sehr romantisch. Siehst du, ich habe es ja gewusst, dass es gut ankommt. Ne? So. Genau. Das Ding ist jetzt, was wir jetzt neu haben. Nämlich, schaut es mal kurz her. Haben wir schon was von? Ja, Katrin, sag mir gerne, wie es da schmeckt. Ganz ehrlich, ich mag das Banane lieber als das Y-Food-Banane. Ich. So. Wish me luck, Bella Switch, wofür? Aber wünsche ich dir. Also, was ein Online-Friend von mir hat mir kurz mitgeteilt, dass er gehackt wurde. Okay, dann ich wünsche ich, dass alles gut ist. So, ich habe jetzt nämlich so ein Solarpanel. So, und dieses Solarpanel, das ist mein... Hey, wo ist mein Gleiter? Hey, wo ist mein Gleiter hin? Ich hatte einen Gleiter, wo ist mein Gleiter? Hä? Ja, Valkyrie, probier's genau. Sag mir gerne, was das schmeckt. Hä, wo ist mein Gleiter? Entglitten? Ja, das stimmt, ich hab den auf dem Dach geparkt. Ich hab... Hä, wo ist der? Hä, die... Warst du das? Hab gehört, das soll ein Bug sein. Hast du wieder den Kopf angehauen, hä? Okay. Man muss, also, aber da am Berg oben ist der Gleiter. Man kann, also, aber trotzdem schade. Normalerweise sollen die bleiben. Okay, so, jetzt aber. Kann man die wieder kriegen? Jetzt ist der Respawn. Ja, der Respawn. Aber trotzdem. So, ich habe jetzt hier drei Solarpendel. Ach so, ich kann die da einfach so hinlegen, oder wie? Ey, das ist ja wie gemacht dafür. Okay, ich mach hier. Hier kommt die Solaranlage hin. Okay. Der bleibt, aber wenn du damit speichst, dann der ist bei mir nicht geblieben. Ich habe ihn am Dach geparkt. So, und jetzt? Wie geht das jetzt? Ich habe jetzt hier die Solardingseln. Warte, muss ich die Glühbirndeln jetzt? Warte, nichts sagen. Ich will das jetzt selber rausfinden. Ich habe jetzt ein Glühbirndel. Wo wir. Was mache ich jetzt mit? Hat Kevin schon gefühlt. Muss ich das verbinden vielleicht mit dem Dings da oder wie? Anscheinend ja nicht. Okay, warte mal. Kann ich den Draht nehmen? Weil der liegt da so. Oder warte mal. Oder? Hier ist Draht. Hä? Ah, da. Aha. Warte mal. Also ich kann nur unter den... Warte mal. Wie kann ich den Draht nehmen? Kann ich den nehmen?
Warte mal. Vic, hallo, ich möchte ihn in den Draht nehmen. Nee. Wenn du ihn in den Finger hast, wie kriege ich denn den Draht? Das muss doch irgendwie so gehen, oder? Warte mal, oder? Hier, war da gerade was? Nee. Nee? Oder hier muss ich den da nehmen? Gibt's im Poplar ein Buch? Oh, warte mal, das habe ich noch nicht geschaut. Gibt's im Poplar ein Buch? Es gibt eine neue Falle. Ich glaube, die Fliegenklatsche ist neu, oder? Nee, das ist neu. Hier, das da. Die Federfalle. Die ist neu. Die Federfalle ist neu. Die wollte ich auch noch zeigen. Warte mal. X-Modus wechseln. Okay. Warte mal. Wo ist jetzt mit meinen... Ich will eine Glühbirne anbringen. Ach so. Okay, also ich muss das Solarpendel da so an... Da habe ich eine bessere Idee, Chat. Da habe ich eine super Idee, Chat. Wir nehmen das weg. So, ich habe eine super Idee. Wir machen nämlich... Ich bin da. Das wird meine Solarplantage. Jetzt wird meine Solaranlage hier nämlich. Pass auf, ich zeige euch was. Ich bin ja der Baumeister. So, jetzt wird's schön. Wir machen nämlich so, wie es sich gehört, nämlich schräg. So. Pass auf, hier. Legen wir das da hin. So, wir machen so eine Schräge. So muss es sein. Warte mal, wie mache ich das nochmal? Genau. Wir hacken den mal in der Mitte durch. Hallo Melchi, mein Hübscher, wie geht's dir? So, wir machen nämlich hier so. So. So, genau. Und dann. So, und da kommt die Salatplantage hin. Da könnt ihr aber schauen. Da könnt ihr dann eure iPhones aufladen. Ha, ich kenn's euch ja. Ich kenn die Jungen ja. Die Jesse Thiel und die Kuru. Wie sie immer spielen am Handy. Die Jasmin auch. Immer am Handy tipseln. Dann kriegt's ganz fickige Augen. Ha? Aber keine Sorge für euch, ich bin ja, ich verstehe die Jugend ja, ich bin ja so einer. Wie sagt man? Habibi. Schisch. Affengeil. Affenstark. Ich bin ja von einer von euch, ich bin ja von den Jungen, ich bin ja erst 30. Ich kenne die Ausdrücke noch. Ich kenne die Ausdrücke noch. Braucht's nicht glauben. Ich bin noch einer von den Hipsen Kipps. So. Nee, das war Arsch. Wie mache ich das? Wie lege ich das richtig drauf? Nee. Ja, so, genau so. Ja. Du bist am Verhungern, am Verdursten im Spiel. Spockeline, das macht nix. Das ist in Ordnung. So. Hab Fisch, hab alles da. So. Bis auf jeden Fall, meine Stimme ist nur weg und klingt nicht so weg. Melchi, deswegen wollte ich heute nochmal normal spielen und nicht murmeln, weil beim Murmeln bin ich immer so laut. Ich weiß nicht warum, aber Murmeln tendiere ich immer dazu. Ich muss die Stimme noch aufpassen, dass ich nicht wieder ins Minus rutsche. So. Ganz normaler Zustand. Hey, ich bin doch nicht laut. Ey, das finde ich schon gemein. So. Kuss auf die Nuss. Big Boy Domme, du weißt genau, von was du redest, gell? So. Genau, oben muss ich jetzt noch zwei Dinger hingeben. So. Zwei Baumstämme. Putz, ich endlich mal wieder Zeit. Knicklicht. Hallo, mein Schatz, wie geht's? Knicklicht, uns geht's wunderbar. Ich hoffe dir auch. Du warst weg. Es sei dir verziehen, Knicklicht. Die Hauptsache ist, dass du jetzt wieder da bist. Mummeln ist ja auch aufregend, kann ich schon verstehen. Nee, es ist einfach, aber beim Mummeln, da muss ich halt immer reden. Da spricht das Spiel nicht so für sich, weißt du? So. Okay. Ich bin jetzt gespannt, wie das ausschaut mit den Solaranlagen. Wie das wirkt. So. Jetzt. Achtung, Achtung. Wir sind jetzt ökologisch unterwegs. Ich habe gehört, dass du mich mit Honig hilft. Karlon, bist du sicher? warum kann ich das jetzt nicht... Warum? Wie? Wieso geht das jetzt nicht? Ich hab's genauso gemacht? Hä? Nur Flachdach. Das ist aber auch nicht flach auf der Dings. Das ist doch auch schräg hier. Was mache ich falsch, Chat? Keiler,
Oder ist es ein Bug? Hä? Ein Brett noch. Ah, oh. Ah. Okay. Ja, vielleicht. Ah. Okay, so. Dann werden wir gleich mal schauen. So. Warte, warte. Wer freut sich schon aufs Handy aufladen? Keine Sorge, ich mach das für euch. So, jetzt und. So. Ah ja, da haben wir schon. Okay. Ja. Hallo Bonnie Schatz. Oh. Ökologisch sind wir jetzt. Was sagt's jetzt, Chat? Zu meiner Solaranlage, hä? Grüner Strom auch in Duisburg. Na, jetzt schaut's aber blöd, ha? Wir spielen. Ich mach ein zweites. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Ihr braucht's mir nicht sagen, dass ihr jetzt gerade sehr verliebt in mich seid. Das müsst ihr nicht sagen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ist okay. Könnt ihr euren Jubel zurückhalten? Ich merke, er ist nicht so groß wie erwartet. Aber ich weiß, dass ihr eigentlich jetzt schon ziemlich beeindruckt seid. Na, das ist ja die Hauptsache. So, da gehen wir auch noch eins hin. So. Und. Genau, da kommt so ein kleiner Baumschumpf noch ran. Die habe ich irgendwo da drüben, habe ich welche stecken. Genau, nehmen wir da. Ich vermisse das Kohlekraftwerk. Nix. Bei uns gibt es grünen Strom. Grünen Strom gibt es jetzt. Na? Was wir auch anbieten, by the way, das ist jetzt auch ein kleiner Zuschauerbonus, das ist für die ganz netten Subscriber, nämlich wir bieten an Radstunden. Na? Wir machen jetzt nämlich so, dass viele Zuschauer, dass wir jetzt zum Beispiel so Radstunden, und wir haben jetzt auch einen Dynamo, und zum Beispiel jetzt nächste Woche dran ist jetzt nämlich die Makita. Die Makita macht jetzt nämlich nächsten Dienstag für uns den Strom. Die wird da radeln, da haben wir so ein Rad angebunden. Mit so einem Draht, und da musst du radeln, ne? So. Und das bieten wir auch an. Das machen unsere Zuschauer. Scheiße, kann ich gar nicht schräg machen, oder? Das machen die. Das ist jetzt neu bei uns, ja? Die Jasmin ist auch, die freut sich auch tierisch drauf, hat sie gesagt. Die weiß schon gar nicht mehr wohin mit ihren Emotionen. Das ist jetzt neu. Das machen wir jetzt, ja? MMchen ist der Nächste. MMchen macht am Mittwoch, hat er gesagt. MMchen, danke für 12 Monate. Vielen lieben Dank. Danke fürs ganze Jahr. Dankeschön. Das machen wir jetzt. Ihr könnt euch alle gerne melden. Fürs Radeln. Oh, schau. Ah, geht. Kacke. Okay, ich kann hier nicht machen. Was mache ich denn dann da? Ich kann hier nicht machen. Oh, das ist aber blöd. Hey, das ist super dämlich. Ach komm. Ich kann jetzt. Das geht da nicht jetzt hin. Das ist nicht. Nee, ach komm. Warum geht das nicht? Kann man das irgendwie cheaten? Profi-Promi, 25 Monate Liebe. Dankeschön, vielen Dank für, danke dir. Scheiße, Leute, es geht nicht, hab sich symmetrisch. Ich mag Radeln, Abendessen. Solltest du auch mal probieren, damit kannst du immer nicht gegen die Bäume fahren wie mit deinem Einrad. Jetzt reicht's aber. Scheiße, das geht nicht. Was mach ich dann? Dann ist ja meine Idee ja völlig blöd. Ich wollte hier zwei Solarpanel hinmachen. Kann man das nicht irgendwie cheaten so? Also cheaten. Ein bisschen schummeln, ihr wisst, was ich meine, ne? Warte mal, kann man nicht einfach, warte mal, ich will das, ja, so, den da weg, so vielleicht, ach, jetzt muss ich da alles auseinandernehmen. Big Boy Dome für den Strom, danke für Nummer für 52, dankeschön, ach, Big Boy. Nee, komm, nein, oh, jetzt reiß ich da meine Hütte ab. So ein Käse jetzt aber auch. Ich muss den oberen. Den oberen muss ich weg. Hä, warum kann ich nicht? Wieso geht das jetzt nicht? Darf ich den Bobbycar nehmen? Du kannst jetzt helfen, mir Solarpanel anzubauen. Nein! Oh Gott. Nein, meine Behausung. Chat, warum geht das jetzt nicht? Ich will den Flock rausnehmen, den da. Und er nimmt den nicht. Oh Gott. Wir gehen was essen. Oh, die frisst wieder so viel. Knicklicht, bist du angerannt? Knicklicht,
50 Euro! Knick ich Dankeschön und zur Feier des Tages lade ich dich erneut zum Essen. Auch knicklich Dankeschön! Auch Dankeschön, wie kein Freitag! Danke, Knicklicht! Auch Dankeschön! Vielleicht wegen der Fackel? Oh, ey, das könnte sein. Knicklicht, Dankeschön für den Support! Vielen Dank für 50 Euro, du Verrückter! Dankeschön! Wie kann ich die Fackel denn wegmachen? So? Knicklicht, Dankeschön! Vielen Dank für den Support! Danke dir! Warte, muss ich Struktur schauen vielleicht? Warte mal. Ich hoffe, dass jetzt... Wie mache ich denn das? Fackel. Ha. Knicklicht. Oh. Dankeschön noch einmal für die Unterstützung. Dankeschön. Und schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht... Ich meine, wahrscheinlich wird es dir gefallen, ne? Aber vielen Dank. Dankeschön. Gleich bringe ich da alles ein. Jetzt kann ich ihn... Jetzt. Okay, gut. Also, was müssen wir dafür machen? Okay, ist kein Problem. Schau ein bisschen aus. Ist genauso unordentlich wie beim Krawall. Ganz normal mit C. So, jetzt. Okay. Also, jetzt muss ich das... Warum geht das nicht schräg? Ah. Ich weiß schon, warum. Wegen den da. Warte mal. So, ich glaube, weil da so ein kleiner Stumpf ist. Und dieser kleine Stumpf muss dahin. So, jetzt aber... Ich weiß nicht. So, okay, ich glaube, jetzt sind wir. Jetzt haben wir es. Und jetzt da. Ich hoffe, dass ich den Rest jetzt auch noch weiterbauen kann. Ja? Oh, bitte lass es funktionieren. Komm jetzt. Ja, Schleide jetzt. Ich finde den Sturm schon echt groß. Ja. Ich glaube, es geht. Ich glaube, ich hab's gut gemacht. Oh, bitte, das würde mich freuen. Wenn ich jetzt endlich Solar. Der Stumpf ist zu groß. Oh nein. Oh nein. Runter mit dir, du langes Biest. Wirst in zwei sollst du geteilt werden. Jetzt haben wir es richtig. Jawohl, schön. Hallo. Geht schon wieder nicht. Eine Fuchtel... Das ist ein kleiner Stumpf. Ich brauche die großen, langen Stümpfe. Die kleinen kannst du... Brauche ich nicht. Bei uns ist nichts klein, ne? So. Ja? Da auch noch ein. Warte mal, da muss auch noch ein. So, ja? Hallo? Da rein muss noch... Die Lücke füllen. So, lala. Kevin, meine hübsche Maus. Danke für 20 Monate. Kevin, wie geht's? Wie war die Tanzschule, Kevin? Sind's alle brav oder brauch wieder Disziplinarverfahren? Dann komm ich vorbei. Kevin, gar kein Problem. Sag's mir Bescheid, du weißt eh. Ich bin da. Der Kevin ist Tanzlehrer. Ich glaube, das wissen eh schon alle, aber ich sag's trotzdem. Kevin ist Tanzlehrer. Und der bringt uns die Schuchplatteln bei, hat er gesagt. Nein, Spaß. Kevin, ich hoffe, alle sind brav bei dir. Und wenn wer frech ist, du weißt, kommst zu mir, gell? Ich bin einer von den Strengen. So, warte. Ich muss jetzt auch... Ich glaube, ich brauche noch einen kleinen Stumpf. Ich brauche einen ganz kleinen Stumpf noch. Haben wir einen kleinen Stumpf? Hab Urlaub jetzt! Wegen Karfreitag wahrscheinlich, ne? Kevin, ich hoffe, dir und den Raphael geht's gut. Gib's mal den Raphael einen Kuss von mir. Und ich hoffe sehr, Kino-Event, wenn's soweit ist, ne? So. Hey, ich dachte nur große. Jetzt brauche ich einen kleinen. Und deswegen gehe ich zum Timolo, weil der kennt sich damit aus. So, gut, also, nein. Sap. Warte mal. Muss ich doch noch einen kleinen Stumpf bauen? Nein, geht nicht mehr. Okay, vielleicht geht's aber an. Wir brauchen auch nicht. So. Chokmat, danke für dein Prime-Sub. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Danke dir. Wie geht's dir? Danke für dein erstes Monat, Chokmat. Ich hoffe, du hast es nicht bereut. Also, weiß ja noch nicht, ne? Jetzt muss ich auch delivern. Chokmat, ich mache uns eine schöne Behausung. Extra für uns beide. Weil ich weiß, du bist kein Romantiker. Ich habe mir gedacht, da kenne ich nichts. So. Welche Tanz unterrichtet Kevin denn? Ich habe keine Ahnung, muss ihn fragen. Schöne.
Und Oblatenmonster, danke für dein erstes Prime-Sub. Danke fürs erste Monat. Vielen Dank. Oblatenmonster, ich hoffe, auch dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Karfreitag mit uns. Ja, das sieht gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Bin sehr stolz auf euch, Chat, was ihr da gemeistert habt. Bin sehr stolz auf euch. So, jetzt müssen wir da noch genau so. Invisible, aber für mich sehr sichtbar. Wie geht's da, meine Hübsche? Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Karfreitag. Wir checken, wir schauen heute das neueste Forest Update. Und wir mussten gerade ein bisschen umbauen, weil du siehst, wir haben jetzt Solarpanel. Na? Und deswegen, und wir sind jetzt gerade dabei, diese zu installieren. So, das ist gerade der Plan. Und wir haben es gibt ein neues Einrad, das haben wir auch schon gemacht. Alles außer Kinder fasst das ganz gut zusammen. Haben wir Saturn bestellt, weil ich dir vertraue. Du meinst Saturo. Also, nochmal, also, für die Leute, ich habe jetzt Saturo. Und das, ich glaube, die haben sehr viel Werbung gemacht in letzter Zeit. Na, Saturo, wer es nicht kennt, das ist eine Fertigmahlzeit aus Sojaprotein. Ne? Also, und es ist alles vegan. Also von Saturo ist alles vegan. Und da gibt jetzt, und ich würde, und es gibt, die haben noch nicht so viele Geschmacksrichtungen. Die haben jetzt Kakao. Kakao ist, also alle Leute, die Schokolade mögen, sollten unbedingt Kakao bestellen, weil Kakao ist Bombe. Dann gibt es an alle Kaffeeliebhaber würde ich Cappuccino, weil das ist insane gut auch. Und Banane. Und mir schmeckt das Banane fast schon besser als diese andere Marke, die garstige Marke da. Und die ich aber auch sehr gern hatte, muss ich trotzdem weiterhin, sage ich trotzdem weiterhin. Und jetzt habe ich Saturo. Und mit meinem Code Capuzum spart ihr 15%. Ich glaube 10% ist Standard, aber ich habe 15. Oder vielleicht haben alle 15, keine Ahnung. Alle 15. Und wie gesagt, ist sehr gut. Und es, ja genau, probiert es gerne mal aus. Ich glaube, mein Chat steckt wieder. Magramo, danke, ich hoffe, wir sehen sich am Sonntag um 14 Uhr. Bin runtergeplumpst. So, warte mal. Genau, hier muss ich jetzt noch. Warte mal. Und warte mal, zum Boss, sag mir gerne Bescheid, was der gut geschmeckt hat und was nicht so. Weil dann kann ich das beim nächsten Mal, meine Leute, so ein bisschen... Ey, ich kann jetzt hier nicht zumachen, oder wie? Da kann ich die Leute beraten. Ich kann jetzt hier nicht zumachen? Valkyria! Endlich mal ein Kakao, den ich trinken kann. Ja, genau, Soja, wegen Laktose, genau. Ich kann... Warum kann ich jetzt nicht zumachen? Hä, was ist denn das für ein Käse? Hör auf zu schreien da! Ich kann nicht... Wieso? Chat. Ich kann nicht zumachen. Warum kann ich nicht zumachen? Wegen da, weil da jetzt so ein kleiner Stamm fehlt? Oder warum? Vielleicht denkt er, dass eine... Ja. Oh, nee. Oh, ich kann nicht... Oh, jetzt habe ich ein Loch da! Ach, komm. Ich wollte doch nur zwei Solarpanel machen und dann hier wieder zu. Und kann das sein, weil er vielleicht... Weil er denkt, dass das... Warte mal, vielleicht geht's jetzt? Nein. Ich kann hier nicht mehr zumachen. Warum? Och, oje. Och. Na, ach, ich fliege mal runter. Och, nee. Nee, es ist, ich glaube... Weil bei dem einen der Stumpf fehlt und bei dem anderen ist einer. Oh, nee. Ach, komm. Ich wollte... Oh, das ist doch ein Käse. Jetzt habe ich nur ein Solarding. Ich wollte zwei haben. Mach doch mit Solarpanel zu. Nee, das Solarpanel kann ich nicht darauf geben. Das Solarpanel muss auf eine gerade Oberfläche. Und ich kann hier nicht zumachen. Also ich, weil hier dieses Ding, das, die versperren sich. Ach, das ist doch ein Käse.
Winkel. Was mache ich jetzt? Wo baue ich denn meine Solaranlage dann hin? Ich kann auch hier keine... Könnte ich hier eine bauen? Nee. Weil die oberen als Wand aufgelegt sind und die... Ja, es ist irgendwie, weil ich das da, damit ich das da und hier ist das Problem. Ach, je, das ist ja dämlich. Na, das ist doch Käse. Ach, weil ich es schön machen wollte. Okay, gut. Okay, dann muss ich mich danach halt damit spielen. Okay. Wo ist... Warte mal, wie mache ich das jetzt mit dem... Ich kann das ja nicht so lassen, dann... Ja gut, okay, Chat. Ich muss das nochmal abbauen, die Kacke da. Ach, es ist... Da, okay, ich muss mich damit spielen. Ich glaube wirklich, weil... Ich wollte es schön machen. Aber geht nicht. Ja. So, okay. Ich wollte es jetzt... Ich wollte es ordentlich machen. Weil ich bin ja ein sehr ordentlicher Mensch. Aber geht nicht. So, ja, okay. Ich muss... Ja... Dämlich. Okay, ja, gut, geht halt. Dann gut, dann muss ich jetzt einfach... Dann, ja, geht halt nicht. Oh, schade. Weil, was haben wir denn da für einen Stumpf? Ich brauche noch einen kleinen Stumpf. Timolo, Stumpf her. Was, ist es da? Ach, komm. Warte mal, Moment, das war hier, oder? Ja, nee. Kleinen Stumpf. Wie gemein. Ja, ich muss mir das noch anschauen. Ich muss das schön machen. Ach, schade. Ich wollte es schön machen für den Chat, aber gut. Dann machen wir es halt nicht schön. Dann habe ich halt nur eins. Ein Solarpanel. Ja, gut. Entschuldigung. Ihr müsst euch halt mit einem zufrieden geben in der Zwischenzeit. Müsst euch entscheiden, entweder ihr ladet das Handy auf oder ihr ladet euren Gameboy auf. Ja, so. Müsst euch halt entscheiden. Der Strom ist nicht kostenlos. So. Ist das auch einem Stalker abgenommen? Was? Oh. Ja, wir haben nur ein Pendel. Ja. Müsst halt aufpassen. Nicht kostenlos. Doch, ist immer noch kostenlos, aber ihr dürft nur ein Elektronikgerät eurer Wahl aufladen. So. Ist beschlossen. Was soll ich tun? Oh, wir haben beide wieder Frühling. Jetzt mehrere Birnen anschließen. Aber ich wollte zwei haben, weil es schöner ist. Ich wollte zwei. Okay, dann haben wir halt nur eins. Okay. Gut, dann haben wir jetzt für jetzt nur eins. Okay. So. Gut, dann. Schön, dass es regnet. Zum passenden Augenblick auch noch. Okay, ich lade die Powerbank. Und wenn mir einer zu viel Strom abzieht, dann merke ich mir den Namen. Ich sehe das. So. So lauf die andere Seite vom ersten über die Treppe. Ja, können wir machen. Ich will jetzt eigentlich in der nächsten Viertelstunde noch das euch auch zeigen, wie ich cool meine Sachen machen kann. Amy, meine Hübsche, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Chat, was macht ihr heute noch am Abend? Wie vertreibt ihr euch noch die Zeit? So was, okay, gut. Ich könnte natürlich gegenüber, aber da ist doof. Ich könnte da links noch klar machen. Aber ich habe jetzt, boah, wir haben mal hier eine. So, wir haben mal hier eine. Vor allem, wenn die 14 suchten. Bei mir hat sich die Pendel automatisch verwehrt. Christian, das ist so. Ja, ja, das haben wir auch schon gesehen. Wo ist Draht? Warte mal, ich brauche, glaube ich, Draht. Aber wo ist Draht? Können wir nicht schöneres Wetter haben? Hä, wo ist jetzt das Solar? Wie verbinde ich das denn? Oh. Hä, wie verbinde ich das denn? Muss ich das so machen? Hä? Wer bin ich das denn? Ich talk gerade. Mitsuki, ich nehme auch was. Wie verbinde ich das denn? Schau mal das E-Auto an. Nix jetzt da, deppert sein. Wie verbinde ich das denn? Hab ich's verbunden jetzt? Ist es verbunden? Ich weiß es nicht. Ich frage euch. Und jetzt kann ich das Glühbirndl dranhängen. Wo ist mein Glühbirndl?
Die Golfbälle. Wo ist er da? Aber da ist schön, oder? Aber irgendwie leuchtet's nicht. Ich glaube, mein Glühbirnl ist nicht. Bin ich der Einzige mit dem Schluckauf. San Andreas liegt aber daran, weil ich den ganzen Tag schon an dich denke. San Andreas. Ist das eine Mod? Amy, das ist seit gestern drin. Das ist das neue Update. Wie kann ich das denn... Den aufrechten Balken noch vergraten? Den aufrechten? Mit dem da oder was? Hä? Welchen? Welchen Balken? Weil, also... Wie verdrahte ich das denn? Warte mal, kann ich da irgendwie mich so draufstellen in der Zwischenzeit? Ja, so. Wie verbinde ich das denn? Hä? Hast du schon das Einrad? Das habe ich schon, Sascha. Ja, ja, haben wir gerade geholt. Oder muss ich das vielleicht weg? Warte mal. Nee, hä? Warum? Warum kann ich das nicht? Oh, warte mal, da nach oben vielleicht? Oder, Leute, wie geht das? Muss das ein ganzer Stamm sein? Gut, dass jetzt genau regnet, ja. Ich glaube, das muss vielleicht ein ganzer Stamm sein, oder? Das darf kein so halber sein. Vielleicht. Hey, ich bin... Warte mal. Ich bin auch froh, dass es gerade in der Sekunde regnet, damit es möglichst laut ist, weil in Videospielen ist es so, dass der Regen muss lauter sein als alles andere. Das ist so. Der muss laut sein, dass es möglichst unangenehm ist zum Schauen, damit auch die Nachbarin ein bisschen was davon vom Stream hat, ne? Das ist so. Das ist so unter Spielentwicklern ist das so, ja. Ich rede auch wirklich ein bisschen leiser, weil ich muss halt wirklich laut. Man redet halt automatisch lauter, weil halt auch im Hintergrund der Regen sich anhört wie, ne, weiß ich nicht. Wie als wäre du mit so einem Regenrohr da. Ne? Aber der Regen ist schön. Schön ist er aber laut. Warte mal. Geht das? Kann ich den Draht an dem Pfosten? Nein, nicht runter. Boah, das ist auch wirklich eine Fummelei. Ja, klar. Hä, geht jetzt da nicht? Warte mal, kann ich? Doch, es geht nicht an die Halben. Es geht nicht an die Halben. Es geht nur an die Ganzen. Der Draht geht nur an die Ganzen. Also an die Großen. Oder? Gut zu wissen. Ja, voll. Ja, deswegen haben wir es ja, wir probieren das ja gerade. Also der, genau, an den geht er jetzt. Ja. Okay, es geht also nur an diese großen Masten und an die kleinen geht's nicht. So. Okay, so. Genau, so, das auch. Und jetzt brauchen wir noch einen großen. Ja, jetzt müssen wir die da wegmachen, weil man kann das nämlich nicht dazwischen reinstecken. So. Genau, spiele vermutlich später auch noch, da weiß ich schon. Ja, genau. So, und jetzt genau, es geht nur um die großen Masten, weil dafür ist die... Ich glaube, das ist halt einfach nur eine Spielmechanik, die halt noch so... Ja, die ist halt noch so. Die muss man halt einfach so akzeptieren, oder nicht? So, wo ist denn... Ich brauche noch einen Stamm. Nee, geben Sie mir einen Stamm, habe ich gesagt. So. Ja. So. Okay, jetzt brauchen wir unten noch einen Stamm. So. So. May, danke für 14 Monate. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank, May. Wie geht's dir? So, genau. Und jetzt kann ich diese Querdinger da noch drauf. Mietze Mounzel, danke für 2 Jahre. Vielen Dank. Nee, warte mal, das war falsch. So. Genau, so. Nee, Blödsinn, das war auch falsch. Hallo, da wäre was gesagt. So, jetzt 1, 2, 3, 4. So.
Ey Leute, ihr werdet jetzt aber blöd schauen, wenn ich gleich mit meinem Glühbirnl da ankomme. Ich sage euch eines. Ich würde sagen, ihr solltet euch jetzt schon mal bereit machen, weil ihr könntet euch gleich verlieben. Ne? Also das nur mal zur... Ja, nur mal an alle da draußen. So, auch endlich hört's auf zu regnen. Auch schön. Hä? Soll es nicht gerade aufhören zu regnen? Habe ich gerade einen Regenbug? Habe ich gerade einen Regenbug? Warum? Warum? Oh, Gott sei Dank. Er wollte mich nur ein bisschen baiten. Käme mal unten, ich mach Glühbirnl an. Warte nur kurz auf mich. So, jetzt. Okay, so. Jetzt haben wir da, und ihr seht's, hier. Christian, schau genau hin, damit du was lernst. Solarpendel. Solarpendel drauf. So, und jetzt. Jetzt geht's aber los. Jetzt den Draht da. Da drauf. Da drauf, jetzt ist das mit dem verbunden. Draht geht runter. Draht geht rüber. Und Glühbirnl leuchtet. Na, was sagt's? Na? Na, direkt verliebt. Das habe ich mir gedacht. Ja, also damit kann man doch, also, nix, bringt nur nix, wenn's dunkel ist. Ist aber hübsch. Warte mal, ich kann auch, warte mal, ich kann auch dein Glühbirnl machen. Glühbirnl, Glühbirnl. Damit man auch gleich weiß, da bin ich daheim, Herz hat gewonnen. Na, was sagt's jetzt, ihr kleinen Romantiker, ne? Kevin, gell, du bist auch verliebt, ich weiß eh. Warte mal, kann ich, ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall da so zwei kleine, ne? Na, so schnell hat noch nie jemand eine Glühbirne eingebracht. Das ist das halt, das... Ich kann auch hier noch. Chat, wie ist schöner? Hier und hier oder da auch noch? Was sagt ihr? Also ich habe jetzt nur zwei. Warte mal, ich könnte... Zwei lang. Was kann ich auch zwei? Nee, man kann nur eins. Immer eins in der Mitte. Er hat Strom. Zwei wie jetzt. Gell, zwei ist schöner. Aber wo gebe ich noch eins hin, Chat? Wo gebe ich noch ein Glühbirnl hin? Ich habe noch welche. Oh, Justitia. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du eingeschaltet hast. Dankeschön. Ah, Justitia. In der Mitte vom Raum. Das sieht halt, ich habe hier, ja, es sieht ein bisschen verloren aus, dachte ich mir dann, ne? Also, wie, ich hab noch Draht, was kann ich, ich muss das dann da und dann da, also ich kann das nur auf diesen Querbalken machen. Gefällt mir. Warte, ich kann das nur so hier, ich verdraht alles. Und dann hier so, ja, ich weiß nicht, wo ich könnte. Wer macht hier Lärm in meinem Garten? Ah, du bist es nur, Sibylle. Na gut. Über Kelvin, damit er. So, ich kann auch noch. Also, ich weiß nicht, ich kann ja. Kann ich nicht hier? Hallo? Ich würde gern. Ich habe ein Glüb. Nee, ich habe. Warte. Hier Draht. Draht. Ja, vielleicht hier. Na, so, hier in die Mitte rein. Hallo? Warum kann ich hier nicht? Ach so, in die Mitte des Raumes nur. Ich weiß nicht. Chat, was sagt ihr? Ist so gut oder nicht? Es nimmt ein bisschen was vom gemütlichen Flair weg, finde ich. Was? So das Glühbirnl da. Wisst ihr, was ich meine? Da finde ich es geil, aber ich weiß nicht, wie es da ist. Da fehlt der Lampenschirm. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt das neue Update. Und, was auch noch gibt, da nicht so. Ric Flair. Ja, es ist ja wurscht, lass mal da. Was es auch noch gibt, ist, warte mal. Chat, ganz schnell, wo kriege ich noch schnell eine Schildkröte her? Wo kriege ich schnell, gibt es hier bei mir in der Nähe eine Schildkröte? Wahrscheinlich da unten am Strand, oder? Einen Moment. Ich zeige, genau am Strand. Ich zeige euch mal, das ist das Einrad, das ist jetzt auch neu.
Also für die Leute, die gerade eingeschaltet haben. Ich. Ja, so, das habt ihr jetzt nicht gesehen. So, ich zeige euch was. Wir gehen noch kurz am Strand. Ich würde ja eigentlich hinfliegen, wenn mein Gleiter nicht despawned wäre. So. Deswegen fahre ich runter. Dieses Ding ist echt nicht zuverlässig. Ja, ja, ja. Ich bin unterwegs. Ich bin der Coolste, wenn ich cruise. Wenn ich durch die City düse. Krass ist nur, dass es einige Leute... Ich weiß gar nicht, ob das... Oh, es gibt wahrscheinlich ein paar Leute im Chat, die das Lied gar nicht mehr kennen. Und da merkt man, dass man ja doch eigentlich... Dass man älter wird. Aber immer noch nicht alt ist. Und da zähle ich mich dazu. Liebe Grüße. So. Hallo! So, ich gehe runter kurz am Strand, Chat. Soll ich irgendwas mitbringen von der Strandbar? Alter, ich bin... Bei dem blöden Stein da. So, jetzt runter. So. Ihr müsst euch... Hallo, Purple Element, mein Hübscher. Ihr müsst euch denken, es gibt Leute, die sind auf die Welt gekommen, da gab es Social Media immer schon. Habt ihr daran schon mal gedacht? Es gibt Leute, die kommen auf die Welt und da gab es Social Media immer schon. Da gab Facebook gab es immer schon, Twitch gab es immer schon, Twitter gab es immer schon. Das ist so krass, oder? Die Armen. Ja. Aber es ist krass, oder? Dass es Leute gibt, die gab es immer schon. Das ist einfach immer schon da gewesen. Pokémon. Buddy Dome, danke nochmal für 2,50 €. Dankeschön. Für den kleinen Hunger. Buddy, dankeschön. Vielen Dank. Ich zum Glück nicht. Warte, ich suche die kurze Schildkröte. Big Buddy, danke. Ich warte dann auf dich. Du weißt eh. Das war jetzt fürs Getränk noch dazu. Dankeschön, mein Schatz, für den Support. Danke dir. Welches Baujahr setzt ihr, Chat? Ich bin ja 91. Ich bin noch einer von den Jungen. Ich, warte mal, wo sind die Schildkröten? Ich brauche Schildkröten kurz. Zum Hallo sagen. Ey, Wurstsalat, Gurde. 99, 89? Oh, ich habe viele Leute in meinem Alter hier, sehe ich gerade. Aber das sind doch sehr weise Leute. 82, 2000, 2003. Noe, du bist 96, gell? Da sind die Babys geboren. 88. 2003. Oh, wie süß. Also wie süß. Das ist ja auch schon so. Die sind ja jetzt auch schon alt. Die sind ja auch keine Babys mehr. Aber damals, also ich waren alle 2000 waren Babys. Oh, Chipscore und Screw. Ich komme von Hamburg nach Berlin ohne Benzin. Von Niger in den Chart ohne Quad. Ich bin mit dem Bonanza. Machen wir den Rennen erreicht. Das steht wieder in der Vorteil bei mir. Ich hab's nicht gesagt. Ah, gut. Danke für 2 Euro. Danke für den Support. Dankeschön. Hallo, Modus Twitch. Chat, wo sind denn die blöden? Oh, Haifische habe ich auch noch nie gesehen. Also schon, aber die Toten glaube ich noch nicht. Ich brauche Schildkröten. Ich bin am Strand, aber wo sind die denn? Hä, wo? Eine Muschel. Ich frage mich, ob die neue Generation diesen Hype verspüren, wenn irgendwas Neues erscheint. Sie kennen ja fast schon alles wunder geworden. Das denke ich mir auch oft, ne? Wenn du, weil ich würde sagen, der Großteil von uns, also, ich habe alles so mitbekommen, ne? Ich habe alles so mitbekommen. Ich habe mitbekommen, als Pokémon damals groß wurde und rauskam. Und ich habe diese Zeit, ich hatte diese Zeit miterlebt, als das groß wurde, ne? Ich habe natürlich den Atari und so, den habe ich jetzt auch nicht miterlebt, aber als Pokémon und sowas. Und das war eine sehr geile Zeit, dass man so mit, so dass man so Teil von einem, dass man so Teil von einer Zeit war, wo wirklich neue Sachen rauskamen, die so eine krasse Welle geschlagen haben. Und das war Pokémon und sowas, ne? Und ich glaube auch, dass, ja, ich weiß auch nicht, ob es heute noch so gibt, ne? Den Nintendo DS. Ja, der war aber schon 2004. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Nicht, die Hülle soll nicht mit Schildkröten sein. Sind hier keine Schildkröten? Ey, Klingelchen, danke, dass du da warst. Vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag um 14 Uhr mit Resident Evil 4. Würde mich freuen. Danke, Julchen. Dankeschön. Dings bei der Höhle? Okay, warte mal. Dann gehe ich kurz, warte, dann gehe ich um kurz zu dir. Ah, da! Da bin ich ja falsch gelaufen. Hey, wo ist mein Motorrad? Oh, sag jetzt nicht, mein Motorrad ist weg. Ist mein Motorrad weg? Nee, oder? Nee, mein Motorrad ist nicht weg, oder?
oder? Ist mein Motorrad weg? Chat. Ist es weg? Oder wo habe ich es gerade stehen gelassen? Warum ist mein... Hast du es bei den Händen gelassen? Nee, ich bin davor abgestiegen. Wo ist mein Motorrad? Ihr habt ja gesehen, wo ich es ab... Aber das kann ja auch nicht sein, dass das despawnt, wenn man sich zu weit entfernt. Weil dann würde es ja auch überhaupt keinen Sinn machen, dass es auf der Karte eingezeichnet ist, wenn es eh wieder weg, wenn es verschwindet. Das ist doch vor den... Das habe ich vor den Hain stehen lassen? Achso. Echt so weit zurück? Aber es wird nicht auf der Karte aufgezeichnet. Bei den Hain liegen lassen. Hallo Fanta, mein Schatz, wie geht's dir? Okay. Dann geh mal kurz. Oh, hör auf doch zu, artig, wie der immer atmet. Der rennt 10 Meter. Ja, komm, hau da die Chips rein. So. Noe, was ist mit dir? Die Noe tanzt schon wieder. Noe, was tanzt du da? Die Noe ärgert mich. Noe, du ärgerst mich. Du ärgerst mich. Hör auf, mich zu ärgern. Die Noe ärgert mich. Wo gibt's niemals Haie? Ein Hai-Tabu. Oh, so, warte mal. Ist da mein Mut? Warte mal, bei den Haien liegen lassen? Also ich bin bei den Haien. Ich sehe. Sie ärgert mich immer. Ah! Da ist es! Och, die Kacke. Aber es wurde nicht auf der Karte angezeigt. Okay, so. Siehste. Ja, es wurde nicht auf der Karte. Ich dachte, es ist weg. Nein! Na, Alter, komm jetzt. Was ist... Nein! Na, oh Gott, ich kann... Nein! Komm, schwimm! Ich dachte, ich kann damit in der Hand schwimmen. Ich schubs dich. Ich schubs dich. Hallo, Fanta 1. Nein, nicht aufs Meer raus. Nein. Ich schubs dich auf die andere Seite. Ich glaube, wenn ich... Ja. Smart muss man sein, ne? Da haben wir es doch. So, gut, jetzt aber. Ich dachte mir doch, gerade gefunden und Risiko eingehen. Nee, das passt schon. Ich bin ein cooler Typ. So, hopp. Bumm. Ja, okay. Und da... Puh. Da sind jetzt die Schildkröten. Wo? Ich nehme das Ding aber mit. So, wenn ich gesunken wäre. Ich nicht. Hä, was sind da für Du? Warte mal, da sind Schildkröten? Wer? Einfach hier den Strand lang. Ah, hier den Strand lang. Okay. Wir brauchen nämlich noch eine Schildkröte, Chat. Ich zeige euch noch was Neues. So, warte mal. Schildkröte, danke für 2 Euro. Vielen Dank nochmal. Danke für den Support. Dankeschön. Chat, wenn ihr eine Schildkröte seht, sagt sie sofort im Chat. Achtung, Achtung, ich sehe eine Schildkröte laut und deutlich vor mir. Das müsst ihr genauso schreiben. Das ist unser Codewort. Das ist der andere Spawn. Wo sind die denn? Wo sind die Schildkröten? Ich will nur mit ihnen reden. Ich will nur mit ihnen reden, mit den Schildkröten, Chat. Ich will ihnen nichts Böses. Wo sind denn da die kleinen Turtles? Die kommt jetzt extra nicht. Wo sind die? Wo sind die kleinen Schildkröten? Der fahrende Henker. Nur auf zu tanzen, schon wieder, nur ärgert mich schwer. Hä, wo sind die denn? Hä? Sehr überzeugend mit der Axt in der Hand. Ich will nur mit ihnen reden. Das gibt's doch nicht. Wo sind diese blöden Viecher? Was ist, da ist ein Boot. Ein Kanu. Aha.
Den esse ich jetzt aus Frust. Hau ich mit Schokoriegel rein. In die Wampe. Wie tanzt sie denn? Die macht einfach immer so, wenn sie da unten ärgert sie mich. So, warte mal. Die irritiert mich. Ah ja, der Alkohol. Na natürlich, da haben wir es schon wieder. Na ja, klar. Da haben schon wieder die Damen gekämpft und sich einen über den Durst gesoffen. Weiß ich doch. So. So, wo sieht denn die Schild? Das gibt's doch nicht. Wo sieht denn die blöden Schildkröten? Hä? Bin ich vorbeigefahren? Frech, ja. Hä? Aber stell dir vor, ich müsste das ganze Stück laufen. Wie langweilig das wäre. Mit dem Fahren macht es ja noch einigermaßen Spaß. Hä? Das gibt's doch nicht. Wo sind die Schildkröten? Das... Hä? Wo sind die denn? Fleischboy! Das gibt... Leute, ich glaube, ich drehe durch. Ist das eine Schildkröte? Nee, das ist ein Stecken, okay. Wo ist denn mein... Hä? Sind die so selten in dem Spiel? Ich will dir nur was zeigen, noch schnell. Gleich kommt der Hai. Herz, ich will nur so eine Schildkröte. Oder, Leute, sind die mehr im Wasser oder mehr oder weiter links? Ich muss doch schon lange vorbei sein. Das gibt's schon nicht. Ich bin den ganzen Strand abgefahren, bin schon da und finde keine Schildkröten. Das gibt's schon nicht. Wo sind die? Hä, ich hab doch gar nicht so viel umgebracht. Er hat ja auch immer weiter vorne welche. Ha, da liegen Kisten. Vielleicht lockt sie das Geräusch von mir an. Vielleicht soll ich den Brunftschrei machen. Hey, hey. Abwarten, die kommen gleich. Das, Leute, ich will doch... Ist kein Freitag. Die sind alle saufen. Hä, hey, ich... Das ist doch ein schöner Ort für eine Schildkröte. Also, wenn ich eine Schildkröte wäre, ich würde ja da hingehen. Aber ich bin wahrscheinlich der Einzige. Das gibt... Schildkröten sind seltener als... Was gibt's in dem Spiel selten? Eigentlich nix. Ich glaube, sind das seltenste. Hallo. Ich habe dich gesucht. Deine Zeit ist gekommen. Ja, weiche zurück. Und Sugaruga. Hey, hey, bah. Oh, Entschuldigung. Ich muss es tun. Ich muss es tun. So, Entschuldigung, es. Ich muss so jetzt aber. So, jetzt aber. Teddy schläft nur. Oh Gott. Die hat nur einen leichten Sonnenbrand, Chat, ja? Nicht falsch von mir denken jetzt, ja? Hä, was war, wie war das denn? Da ist noch eine. Wo? Wo? Wo war noch eine? Wo? Zurück, genau gegenüber von anderen. Das letzte, was sie hört, ist der Retourgang. Okay. Wo? Hey, wo? Eine reicht doch. Nein, ich brauche auch was für Trinken. Chat,
Hinter euch! Hinter euch! Ich glaube, da ist ein Vogel! Dreht sich um beim Fenster, schnell! Ach, das war nur ein Flugzeug. Es ist okay. Alle, Sie können sich wieder umdrehen. Ich habe mich geirrt. Es ist ja gut, okay. Jetzt nur wieder zurück ins Lager. Ich zeige euch jetzt was. 7 Stück jeden Woche eine andere. Ich wollte 2, weil man kann auch so einen Wasserbehälter bauen. Den haben wir noch nicht gehabt. Und eine Falle. Und die Falle will ich euch jetzt noch zeigen. Die ist nämlich richtig geil. So. War so, nee, alles gut, Chesitin, ich habe mich geirrt, das war ein Flugzeug, ich habe mich geirrt, das war kein Vogel, ich dachte, da war, okay, gut. So, jetzt haben wir's. Die Palmenstücke sehen aus wie Facehager, war kurz verwirrt. was mit der Dikugu, warum sagst du das auch? Der hat mir das gesagt, der kriegt ein Plus, der kriegt jetzt, wer war denn das jetzt? Der Wurstsalat, Wurstsalat, danke für den Tipp. Dank dir werdet ihr nicht verdursten. Wenn man die Kuru dann, die Kuru würde sagen, oh, die Kuru würde aufs Meerwasser saufen. Tja, und dann kannst du mal schauen, wie sie es überlebt. Sehr gut. So. Hallo Styroman, Schatz, wie geht's dir? Wir machen, Leute, wir sind eigentlich eh schon drüber. Ich höre gleich auf. Weil ich sollte... Hallo Nachbar, wie geht's? Ich sollte heute noch Sport machen. Ich habe aber ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock heute. Aber ich hab so keine Lust. Aber null. Null habe ich. Wirklich. Also ja, kein Bock. So. Aber ich sollte heute. Aber ich hab so keine Lust. Ich sag, wie es ist. Styro, kommst du gerade von der Arbeit? So. Hab auch keinen Bock auf Sport. Ich soll aber auch noch Chase Teal Girl. Ach, Scheiße. Ich soll nicht so schreien wegen meiner Stimme. Eine Stunde mehr streamen ist 2 Stunden Sport. Ja, ne, ich... Ja, putze keine Lust trotz... Ne, muss ich, weiß ich. Warte mal, wo muss ich hin? Da oben. Habe ich kein Licht? Doch, aber das ist ja sehr schwach. Ich gehe zurück und ich zeige euch jetzt noch was Neues und dann hören wir auf. Ja, du hast recht, Timolo. Ja, ich glaube, ich habe die Stimme heute nicht so geschont, wie ich sollte. Aber ich glaube, in Murmeln wäre noch schlimmer gewesen. Oh, warte mal. Hey, Moment, das sind doch meine Nachbarn schon. Ich bin doch schon da. Hey, was ist da? Das ist aber neu, was sie da haben. So, jetzt. Okay, so. Gut, tschüss, ihr Betrüger. Ich bin schneller als ihr. Okay, bin da. So. Ich glaube, ich muss da runter. Ich glaube, Chet, darunter muss ich, oder? Och, komm jetzt! Ja, wie gesagt, Sondergrace Level 4 weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock. Okay, so. War das nicht hier irgendwo? Ja, doch, ich glaube, darunter. Ja, so. Hallo? Oi, da. Mann, jetzt wird's halt auch langsam dunkel. Jetzt sieht man halt auch gar nichts mehr. So, jetzt hat man das sicher mit der. So. Okay. Ja, genau, da runter. Oder ist es da? Oh, jetzt, ich sehe halt auch nichts mehr. Shit, bin ich richtig? Ist das meine Behausung? Ich glaube, da ist sie irgendwo. Nee. Och, geil. Och, wo ist meine Behausung schon wieder? Oder ist sie da? War die da oben? Hattest du den Campingsieg markiert? Ja, hab ich. Wer bist... Ist das die... Ach, Sibylle, was machst du denn da? Sibylle, danke für den Hasen. Ich glaube, du vom Camping rauskommst. War ich so weit unten? Ich hab mein Haus markiert. Schau mal raus. Hinter dir. Da oben? Da ist es doch. Wo? Da oben? Ah, da bin ich, gell? Da oben, oder?
Ah, scheiße. Ach, und jetzt sieh, schau, Gott sei Dank hat das Ding ein Licht. Man sieht halt trotzdem nichts und es regnet wieder. Ach, schön. Ich sehe nichts. Ich, oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, da komme ich heile an jetzt bei mir. Oh Gott. Und wenn ich jetzt zurückkomme, Chat, dann wünsche ich mir einen Grießkoch von euch. Oder ein Kartoffelpüree. Könnt ihr euch aussuchen, ich nehme es alles. Oh, by the way, ist jetzt nicht gerade Fastenzeit für Muslime? Ist das nicht so? Oder war das schon? Ist gerade. Die Kuh fastest du auch? Du darfst dann nichts essen, gell? Und nichts trinken auch nicht. Funktion kann ich anbieten. Also ich habe noch nie gefastet, aber ich stell's mir kacke vor. Also habe ich noch nie gemacht, ne? Aber habt ihr schon mal gefastet, Chat? Außer Slim Fast jetzt, aber sonst? Ich glaube da. Ja, da bin ich doch schon. Ich bin nicht Muslim, aber man kann zwischendurch sonntags und sonntags nichts essen. Okay, am Abend kann man dann. Hey Leute, schaut meine Bude an. Okay. Wie hell sind meine Lampen? Also die sind schon nicht schlecht. Meine Lampen? Nur vor meiner Woche, da meine Freundin Tübingen. Ah. Da schaut's mal. Meine Lämpchen, was sagt ihr, Chat? Also ja, Fackeln sind schöner, aber kann man auch anbieten, ist okay. So, gut, ich gehe mal schlafen. Sieht gut aus, danke Stairudo auch. Da auch, nämlich Stairudo, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt ein Solarpanel im Spiel, ne? Also da oben, Solarpanel. Und die haben wir installiert und die Solarpanel muss man dann verdrahten und dann muss man das mit Draht verlegen und dann ja. Ah, gut, jetzt zeige ich euch noch das Neueste, was es noch gibt, nämlich... Warte mal, konnte ich jetzt zwei Panzer aufheben oder kann ich nur einen Panzer aufheben? Hallo, wie mache ich den Rucksack denn weg? Hallo? Achso. Ich hoffe, ich konnte jetzt auch beide mitnehmen. Wo sind die? Oh Gott, ich habe nur eine mit. Oh, man kann nur eine nehmen. Ach, nee. Okay, egal. Jetzt ist die wirklich umsonst gestorben. Ach, ey, nicht gestorben. Ey, umsonst. Ach, das ist wirklich. Ach, das ist... Gut, egal. Aber es gibt eine neue Falle und die wollte ich euch zeigen. Ich glaube, die könnte cool sein. Weil ich zeige euch das jetzt nochmal. Genau, das gibt's auch neu. Es gibt. Rüstungsständer kann man jetzt irgendwas machen damit, glaube ich. Regenfänger, das war relativ neu. Und dafür hätte ich jetzt noch einen Panzer gebraucht, aber ich konnte natürlich nur einen mitnehmen. Die Federfalle. Chat, wer kennt die Federfalle nicht? Ich glaube, warte mal, kann ich die überall platzieren? Ich platziere die mal da. So, und jetzt mal. Und jetzt schaut's mal kurz her. Und jetzt das Ding. Und jetzt. Habt ihr es gesehen? Warte mal. Was brauche ich immer dafür? Brauche ich dann Draht dafür? Oder ein Seil? 60, 10. Warte mal. So. Und das Ding. Wenn du das jetzt kombinierst mit dem Gleiter. Okay, man braucht nichts dafür. Und das jetzt mit dem Gleiter kombinieren, versteht ihr? Bumm und dann fliegen. Ich fahre mit dem Einrad drüber. Ja, genau. Wo ist? Warte mal. Ich fahre mit dem Einrad drüber. Das ist eine gute Idee. Aber ich habe meinen Gleiter leider nicht. Ich wollte heute eigentlich noch den Gleiter holen und dann das zeigen. Aber ja, gut. Aber mein Gleiter ist halt leider verschwunden. Federgleiterfalle. Nee, der boostet dich in die Luft und dann kannst du wegfliegen mit dem Gleiter. Rudolf, danke für 29 Monate. Dankeschön. Boah, Chat, ich zeige euch jetzt was. Für die Liebe. Chat, ich zeige euch was. Warte mal. Seht ihr? Wisst ihr jetzt, wer der Babu ist? Leute, das ist ja richtig geil. Hä? Also, wenn sich das nicht gelohnt hat. Wo ist jetzt meine Falle? Da.
Warte mal, ich habe noch eine bessere Idee. Warte mal. Ja, okay, chill. Warte mal. Oh. Au. Aber nichts passiert. Chat, was sagt ihr? Und ist geil, oder? Das gibt jetzt auch neu. Das sind neue Sachen. Das geht ja richtig ab. Ja, genau. Ich würde gerne. Ich hätte gerne den Gleiter, weil du kannst das Ding. Warte mal, kannst du das Ding auch. Warte mal. Kannst du das Ding. Warte, ich muss, damit ich es nicht verliere. Hier parke ich es. Wenn ihr, Chat, wenn ihr sich ausbauen wollt, ich parke mein Ding hier. Kann man das auch auf dem Dach platzieren? Weil wenn ich es am Dach, dann wäre das ja mit dem Gleiter ja wirklich Bombe. Wisst ihr, was ich meine? So hier jetzt rauf? Das geht! Also ich könnte von da oben mich mit dem Dings. Ja, und mein Gleiter ist leider nicht mehr da. Der ist. Oh Gottes Willen. Wisst ihr es mir? Aber das. Oh Gott. Hä, das wäre aber richtig geil. Ganz kurze Frage. Reine Theorie. Ist der Gleiter weit weg? Oder ist der schnell gefunden? Ist der schnell gefunden? Nee, der braucht lang, gell? Aber hätte ich schon Bock. Den ganzen Wald damit vollklästern und dann sind wir da und hoch über den Hof fliegen. Ja, der ist schon da oben irgendwo, ne? Der ist schon weit weg. Neil, danke für 29 Monate. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. War ja nicht da. Okay, gut. Aber das waren die neuen Updates in Sons of the Forest. Ich muss nur ganz kurz, ich muss ja die Sachen, man muss die Sachen in Sons of the Forest immer irgendwie platzieren, sonst verschwinden die. Und ich muss irgendwie, die Sachen da so irgendwie noch drauf, also völlig unsymmetrisch, aber ich kann nicht anders gerade. Also, so, aber ich stelle die einfach nur da drauf und mache das dann privat schöner. Aber damit die Sachen nicht despawnen, ne? So, genau. Und so und genau so. Aber ja, auf jeden Fall, das ist jetzt neu in Sons of the Forest. Ich hoffe, das Update ist, glaube ich, ein bisschen kleiner diesmal. Es gibt jetzt auf jeden Fall diese Elektrizität, die ich sehr cool finde. Aber ja, das war's. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Oder habe ich was verpasst? Die Nachtsicht haben wir auch. Oder es ist eher die Nix-Sicht, haben wir schon gesagt, ne? Und genau, das haben wir jetzt gesehen. Genau, es gibt mehrere Gleiter und die Gleiter respawnen auch. Aber ja, das ist auf jeden Fall, meine Mäuschen, das neue Sons of the Forest Update. Sollte alles in Trigger hier. Genau. Und ich mache das gerne. Ich würde das auch gerne vielleicht. Und wie gesagt, die Lampen, ne? Die kleine Glühbirne. Hehe. Ne? So, das ist das Neueste. Meine Mäusels. Aber, ich spreche noch ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr süßen Mäuschen. Ich danke euch. Genau, das nächste Mal, wenn ich jetzt nämlich ins Hauptmenü zurückgehe, dann wird einmal das Spiel ganz kurz zum Stecken anfangen. Na, dann werde ich jetzt mal ganz kurz eine Dio-Show haben. Aber ich bin trotzdem noch da. Südoskelett, der Verrückte von Freitag, wie geht's dir? Normal, ich bin ganz... Und? Wo ist das Menü? Ich bin, glaube ich, im Menü. Ah, jetzt. Da oben. Das nächste Update ist in 13 Tagen und 7 Stunden. Also alle 2 Wochen kommt ein neues Update und mir macht es Spaß, das am Freitag immer anzuschauen. Das finde ich immer cool. Ich weiß nicht, ob es euch auch noch Spaß macht, ob es euch noch in 2 Wochen Spaß macht, aber mir macht es Spaß.